Mann 3. Wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen. Willkommen zum Finale der GT Endurance. Die letzten zwei Stunden werden jetzt hier bei mir auf dem Kanal ausgetragen. Ich hoffe, ihr seid alle gespannt. Und ich wünsche uns ein packendes Finale hier bei der AM-Liga. Und gleich geht's los. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß hier bei mir. So, Freunde. Gleich geht's los. Wir haben jetzt den Stand im Augenblick. Nolla Racing auf der 1, Skyforce auf 2. Und die gehen wir gleich nochmal durch. Die Einführungsrunde beginnt hier nochmal 61 Runden quasi. Drölf, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Abend. Rina, schön, dass ihr da seid hier beim... Der Champion ist auch da. Schön, dass du da bist. Und gleich geht's los hier mit dem Finale. Vielen, vielen Dank. Hier Don Camillo mit 52 Leuten. Danke dir. Willkommen, Freunde. Ich muss jetzt hier nochmal kurz was rumstellen. Danke euch für deinen Follow. Oh, und die Lobby ist tot. Ja. Also, so kann es natürlich auch gehen. Gran Turismo ist dein bester Freund, aber macht nichts. Die Jungs im Hintergrund arbeiten gleich daran, dass wir eine neue Lobby bekommen. Und dann starten wir natürlich das Finale nochmal neu. Und das müsste gerade von hier gewesen sein. Ich gehe nochmal raus, aber ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß beim Don Camille. Don Camille, danke dir. Einen wundervollen Stream haben meine Vorgänger natürlich hingezaubert. Da gehen quasi Grüße raus an den guten Daywalker und an dich, an Don Camillo. Eine wunderbare Zusammenarbeit. Hier fließende Übergänge. Und so kann man das auch nur bewältigen, wenn man quasi, gehen wir nochmal rein. Oder bin nur ich geflogen? Nein, die Sitzung kann nicht noch beigetreten werden. Wir schauen mal im Discord, was da so steht. Was da so ist. Neue Lobby, Fragezeichen und so weiter und so weiter und so weiter. So, vielen, vielen Dank, Darius, für deinen Follower. Guten Abend, Wursti. Schön, dass du da bist. Ja, kurzes technisches Problem. Macht aber nichts. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Jo, neue Lobby. Also, starten wir halt nochmal von neu, aber macht ja nichts. Wir kennen sie alle bei Gran Turismo. Ja, in dem Fall seht ihr jetzt hier mal mein Fahrzeug. Das ist mein Nissan GT-R R35 mit meiner speziellen Streamer-Lackierung.
Die finde ich echt richtig, richtig gut. Und ja, so hat jeder Streamer quasi so ein bisschen sein aus dem Weg. Ich habe ja gut. Müssen wir kurz noch mal die Sachen hier kurzzeitig wegmachen, dass ich hier auch drauf komme, dass ich die ganzen Sachen genau. Einführungsrunde ist da, alles auf an. Dann gehen wir noch mal zurück und dann machen die ganzen Sachen hier wieder auf an und dann haben wir hier quasi 7 Leute. Ein bisschen wenig. Oder sehe ich nicht mehr? Guten Abend. Ja, doch. Jetzt muss ich nochmal zurück. Ich würde so sagen, mir geht's gut. Ich habe es quasi Finale hier bei mir. Das sind alle? Nicht sein. Anzeigen, Anzeigen. Da war es nur ein Neustart. Danke für dein Foto, Otto. Vielen, vielen Dank. Restart. Ja, es fehlen noch ein paar Jungs. Neuer Host, okay. Gut, es gibt einen neuen Host, Ladies and Gentlemen, aber es wäre nicht Gran Turismo, wenn es nicht so wäre. Servus, Schubi, schön, dass du da bist. Gut. Jetzt ist die Frage, was jetzt gemacht wird. Ich denke mal, wir verlassen mal den Raum. Oder was ist jetzt? Sache, Haupt, neue Lobby. Leon steht im Discord. Okay. Leon müsste ich auch haben. Behalten wir mal unten das schnell bei. Und schauen wir mal. Habe ich, nee. Habe ich einen Leon gar nicht als Host? Kann er gar nicht sein. Muss ich nochmal gucken. Gib mir mal nochmal Ankündigung. Gibt eine neue Lobby. Mache ich das mal schnell groß. AM. Bei mir. Mache ich dann trotzdem nochmal. Ich bild mir, ah, ich bin mit ihm auf jeden Fall befreundet gewesen. Machen wir nochmal. Dass man hier normalerweise habe ich ihn drin. Also, wo haben wir denn drin? Leon, NRC, Leon. NRC unterstrich 400 Leute, das ist nicht schlecht. Machen wir nochmal. Wie gesagt, eigentlich hatte ich alle drin. Unterstrich Leon. Wenn schon weniger. Das gibt's ja nicht. Ich hab den Leon doch schon drin gehabt. Ganz komisch. Leon, nimm mal an, bitte. So. Und wäre es noch geil, wenn sie es nochmal annehmen jetzt. Würde Test, Test, Test. Leon, da ist er. Da bin ich drin. Und da gehen wir rein. Jo. Moin, Anna. Einen wunderschönen guten Abend in dem Fall. Jetzt darf man es ja sagen. So, warten wir mal ab. Aber sollte alles soweit gut sein. Wie gesagt, Finale ist gleich da. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid und alle zuschaut. Und ich bin wirklich gespannt. Wie gesagt, seit meinem letzten Auftritt quasi habe ich so 12, 13. Fehlt da noch einer? Robin, Servus. Gut, dann haben wir das eigentlich alles. So, genau, da kommt noch der letzte, so wie es ausschaut. Und dann das können wir hier mal alles ausstellen. Und dann sehen wir hier alles so weit, was euer Herz begehrt. So, Freunde. Also, es fährt mit der Anton fährt mit. Dann sind wir dabei beim Hauptfahrmama dabei. Der Fischi ist nochmal dabei. Also, der gibt es heute richtig. Jetzt wartet doch mal. Du warst aus dem Fahren nicht da, Anna. Da war vorhin Emotion pur da. Kommt alles. Wir sind ja noch nicht im Rennen, sondern erst in der Vorbereitungsphase. Von dem her wird alle, kommt alles. So, wie gesagt, Fischi gibt es heute richtig. Dann haben wir den Fredjo dabei. Dann haben wir den Jimmy dabei. Der Boss ist auch nochmal hier auf der Strecke, hat vorhin auch schon dabei gewesen. Da Chronic.
ist dabei. Dann haben wir den Black Gamer dabei. It gibt es heute auch nochmal. Also von dem war ich echt vorne begeistert, muss ich schon sagen. Der Eschi ist dabei. Masteo ist dabei. Dann der Animalus auch dabei. Vorhin noch geschrieben. Was? Nee, hab bis jetzt nur Pro geschaut. Na, danke. So, dann haben wir hier Einblendung verursachen eines Unfalls. White Planet E-Sport bekommt eine 10-Sekunden-Strafe. So, wir hoffen, dass da alles soweit klappt. So, ach ja, und der liebe Marcel, der CT-Meister, ist auch da. Einen wunderschönen guten Abend, Marcel. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, bei dir ist das letzte Rennen quasi jetzt auch noch gut über die Bühne gegangen. Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Stream. Ne, ein wunderschönes Event, weil ohne die ganzen Jungs geht es alles nicht. Was? Ich wusste bis heute Mittag nicht, dass heute Rennen ist. Schätzelein. Anna. Lief alles sehr, sehr gut. Ja, das ist toll. So, Leon hat begonnen. Anna. Du darfst gerne den Streamern hier, alle wie sie sind, gerne folgen. Auf Facebook, auf Instagram und wo sie alle vernetzt sind. Da steht überall drin, wo sind. Zum Beispiel bei mir beim Kanal siehst du das auch wunderbar. Ich habe in den 8000 verschiedenen Foren, was von Gran Turismo gibt, habe ich Werbung gemacht für dieses Event. Inklusive Trailer und so weiter. Also, da will ich dann aber bitte hier den Like-Button bei jedem sozialen Medien, bei den sozialen Medien hier bitte ja den Follow. Genau, danke dir, Anna. So, Einführungsrunde geht los. Wir lassen oben noch die Platzierungen drin, bis die erste Runde vorbei ist. Dann nehmen wir die weg. Schaut erstens vom Bild schöner aus und es ist nicht so viel Unruhe hier im Bild. Na? Genau. So, Freunde. Ich bin gespannt, wie die Jungs, die heute ja schon mal gefahren sind, 2 Stunden, und das ist kein Zuckerschlecken. Was sind soziale Medien? Ja, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, wie es auch immer sehen willst. Ja, genau. Oft zuschaue ich dir zu. Ja, ja, genau. Jetzt ist es am Folgen. Finde ich nicht okay. die ja schon mal gefahren sind, wie sie es wegstecken. Weil 2 Stunden ist kein Pappenstiel, es ist aber auch das genauso oft wie für uns Streamer. Das zehrt schon. Danke, Robin. Vielen, vielen Dank. Das zehrt an den Kräften wirklich so. Du bist danach wirklich auch, wir als Streamer sind danach wirklich bedient. Und dass der liebe CT-Meister noch einen draufsetzt und dann nochmal streamt. A la Bonheur, und ich ziehe meinen Hut, Marcel, dass du das heute auch so durchziehst. So, Einführungsrunde. Ihr habt es ja gesehen, wer dabei war hier bei der AM. Die Jungs haben sich die Klinge in die Hand gegeben und gerade beim Don Camillo gesehen. Gefühle 20 Runden, wenn du dich mit dem einen battlest. Es macht doch nur Bock und Laune und ist doch einfach nur Werbung für unseren Motorsport sozusagen. Ne? Das darfst du mit ihm selber ausmachen. Robin, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Ich kann nur positiv über Marcel sagen, also von dem her. Na, ich kann nur Positives sagen, also. Nee, und von daher und dann. Ich darf ja schon mal sagen und mich bedanken schon mal jetzt bei der Orga und das mache ich später nochmal. Bis jetzt, was sie auf die Beine gestellt haben, wie es alles heute so. Was er alles auf die Beine gestellt, wie es funktioniert. Jetzt auch hier, zack, zack, der neue Host ist da. Es funktioniert sehr, sehr geil und freut mich hier. So, ich bin gespannt. Unten seht ihr auch die Teams quasi, wie im Augenblick die Platzierung ist. Und seit, wie gesagt, im Stint Nummer 3, was ich gestreamt habe, hat sich jetzt Nolla Racing hier auf 1 geschoben. Wo ich gestreamt habe, angefangen zu streamen, das war um 14 Uhr, war Skyforce HC auf Platz 10. Jetzt sind sie Zweiter. Ne? Also, ne, da war auch noch Lowlands auf der 5. Das Thema hat sich gedreht, die Wahnsinn, aber und was sie heute abgeliefert haben, was für eine Pace. Unglaublich und sehr, sehr geil.
So, Einführungsrunde ist gleich vorbei, liebe Zuschauer. Jetzt kommt der Formationsflug und dann geht's los. Finale hier bei der GT Endurance Series. 12 Stunden Mount Panorama. Und wie gesagt, ich bitte jetzt alle gleich nochmal, alle Teamchefs, von wer quasi die ersten drei Plätze dann am Ende hat, bitte doch mir eine Freundschaftsanfrage zu schicken auf der PlayStation. Mein Name ist bekannt. Na, er heißt Krosi97 und ich würde gerne dann noch mit euch ein paar Interviews führen. So, Leon hat es freigegeben und hier, jetzt zieht schon ab und jetzt haben wir schon einen 3-4-Kampf auf der Start- und Zielgeraden und bitte bleibt vorsichtig. In der ersten Runde entscheidet sich noch kein Rennen. Schaut soweit alles gut aus, sind alle gut durchgekommen. Ja, keine Verletzungen. Sehr gut, die Fahrzeuge sind noch heile, man braucht noch kein Panzertape. Also alles sehr, sehr gesittet. So soll es auch ablaufen hier. Weil wir wollen ja keine Schäden haben, so dass die Jungs in der ersten Runde schon ihr Auto in der Box reparieren lassen müssen. Also, wir gehen mal durch. Jetzt ist im Augenblick auf der 1 und der Jim hier auf der Nummer 2. Animalus auf der 3. Dann haben wir den Anton Maestro auf der 5. Fredio auf der 6. Nickname, vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke dir. Dann haben wir den Chronic auf der 7. Unser Robbie Fox ist auch da. Vielen, vielen Dank fürs Abo. Kuss geht raus. Danke dir. So, fährt halt auch das zweite Mal mit. Dann, also bei mir in der Lobby, dann Eschi hier auf dem 9. Platz. Andrei auf der 10. Dann haben wir auf der 11. den Boss. Fischi auf der 12. Haupt auf der 13 und unser Black Gamer. Da gab es scheinbar schon ein Problem. Jetzt schon. Super Widerschaden in der ersten Kurve. Gewinnt man wohl. Ja, ich sehe es leider nicht. Aber wie gesagt, wenn du das so sagst, also es schaut so aus, weil sonst hätte er nicht so viel Abstand. So, also eins ist jetzt, der schon hier wirklich wegzieht. Dann haben wir hier schon ein Duell hier gleich auf Augenhöhe mit dem Animalus, der jetzt vorbeigeht. Jimmy versucht natürlich hier zu kontern, aber das klappt noch nicht, da der Platztausch hier zwischen Nummer 2 und 3. Dann haben wir auf der 3. Position den Anton. Der kommt jetzt gleich dazu und wir gehen doch einfach mal in den... Achso, stimmt ja. Ach, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Team Candy. Richtig. Entschuldige, dass ich es verwechselt habe, Jumbo. Also, wir haben hier den Anton hier im Bilde. Wir gehen mal auf seinen Helm und schauen mal, mit was er für einem Helm rumfährt. Oh, dein Joker-Helm hat er quasi. Also sprich, die Karten sozusagen. Ja, der von den Deadpools. So, also es ist wahnsinnig, was hier schon wieder geht. Es geht schon wieder los. Und Marcel, du kannst bestätigen, ja, das sind alles Wahnsinnige. Schau mal an, wie die dann aufpacen, wie die dann aufpeitschen, ne? Also. Wie gesagt, das musst du auch erstmal können, hier Vollgas hier mit deinem Wagen hier über die Curbs zu heizen, ohne dass du den wegschmeißt. Dann hast du im Hintergrund, hast du quasi noch den Kollegen, den musst du auch noch hinter dir halten. Und hier musst du schauen in der SS, dass du hier schön deinen Wagen durchbringst, weil sonst kommt der nächste Schaden und dann hast du auch nichts gewonnen. Na, bei 56 Runden, ja, macht es dann auch nicht wirklich viel Spaß. So, die zwei werden ja noch länger kämpfen. Dann schauen wir mal weiter hinter ins Feld, weil die anderen wollen auch gesehen werden. Da haben wir Maestro, ist hier alleine unterwegs. 2,6 Sekunden hat der Rückstand, 1,5 Sekunden Vorsprung. Dann sind wir hier etwas näher bei Fredio und Chronic. Da können wir auch mal hier ins Cockpit schauen des Flugzeugs. Und haben hier bei Chronic haben wir den Monsterhelm, also hier wieder schöne Designs überlegt haben sich die Jungs. Wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, unterschiedliche Designs der Fahrzeuge, auch unterschiedliche Designs der Helme natürlich. Na, Platz 7 und jetzt können wir hier ausschalten. So, dann haben wir hier so ein bisschen, bin ich das Schönere. Und ihr könnt euch jetzt zurücklehnen und könnt ihr gern Ausrufezeichen Kaffee und Ausrufezeichen Kuchen in den Chat schreiben. Und dann schreibe ich hier nochmal für alle
einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Gnade ist eröffnet. So. Na, Chronic sind da beim André. Der hat im Augenblick auch hier schon 1,6 Sekunden Rückstand. Aber nach hinten ein Polster von 8,4 Sekunden, liebe Freunde. 8,4 Sekunden hier wieder beim Kollegen Boss, der ungelogen jetzt die dritte Stunde anfängt mit Controller zu fahren. Also der fährt 2 Stunden lang Controller. Ich glaube, der hat danach Finger, glaube ich, ne, die er gleich erstmal 8 Tage in die Eistonne packen muss, dass die wieder einigermaßen normal funktionieren. Das muss man erstmal schaffen, hier ehrlich mit Controller zu fahren. 2x2 Stunden Stints, also das ist Respekt, ne, dass er das hier so durchzieht. Ne. So, beim Robert Fox. Hier österreichischer Kollege hier von VML. Hier, die sind auf Platz 12 im Augenblick in der Tabelle. Hier fährt auch seinen zweiten Stint quasi hier. Die dritte Stunde auch für ihn. So, dann haben wir den Eschi, den haben wir heute noch nicht gehabt. Hier von den Kollegen von den Dead Bulls. Und der im Augenblick auch auf alleiniger Flur. Also das hat sich jetzt zack, 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 nach 4 Runden schon etwas auseinandergezogen. Dann sind wir hier beim Fischi. Fischi hat jetzt den Kollegen Haupt. Haupt passt sich im Hintergrund. Haupt kenne ich auch aus einer anderen Rennserie. Da fährt er aber eigentlich nur mit dem Aston Martin. Kenne ich ihn eigentlich da nur. Und die beiden haben hier ein kleines Techtelmechtel. Wir sind kurz über der Grenze des Windschattens. Das könnte sich aber eventuell gleich in der nächsten Kurve ändern. Und da haben wir jetzt schon Zeiten von knapp 2 Minuten. Warum steht hier 201? Ach, Boxengasse. Also hat er auch einen Schaden gehabt, so wie es ausschaut, der Haupt. Na, wie gesagt, schnellste Runde im Augenblick. 2 Minuten 714. Ich wollte gerne die 1,59 haben. Das wurde mir leider vorhin verwehrt. Ich hoffe, dass es beim Finale klappt. Wäre ganz geil. Ne? All die Zeiten, was die heute auf dem Asphalt gebrannt haben. Egal ob in der Pro-Liga oder hier in der AM. In der Lobby, Entschuldigung, nicht Liga AM. Lobby ist echt fantastisch, weil das Fahrerfeld ist so dicht beieinander. Ist so dicht, zu echt eng. Und das musst du halt erstmal auch so hinbekommen. So, beim Black Gamer hier eigentlich auch ein relativ zügiger Fahrer. Na, hat natürlich jetzt das Problem, dass er jetzt schon 38 Sekunden dahinter hängt, schon in der Box war. Das musste erst aufholen, aber wir fahren 2 Stunden. Nicht zu vergessen, wir fahren 2 Stunden. In 2 Stunden kann sich so viel ändern. Ne? Da ist noch nichts gegessen und du kannst nicht mal sagen, wer das Rennen am heutigen Abend gewinnt. So, Freunde. Maxi, vielen, vielen Dank. Im 5. Monat. Danke dir. So. Unser Kollege Itz hier zieht schon wieder an. Also was der vorhin schon abgeliefert hat, ne, der Verrückte. Brutal. Echt heftig. So, dann gehen wir nochmal auf Animalus und Anton. Die zwei sind hier immer noch in Schlagdistanz. Ne? Dead Bulls, hier sieht man mal schön das Design. Und lila Zeit hier im Augenblick für die Kollegen. Jetzt könnte es eventuell passieren, dass wir die 1,59 erleben. Wahnsinn, nicht zu schnell reinfahren. Da verbremst man sich öfters, wenn man zu viel Windschatten hat. Aber alles gut gemacht. Und jetzt sind wir im Augenblick darauf hin, dass wir eventuell neue Bestzeit haben werden. Neue lila Zeit. Und ich bin gespannt, ob Anton die neue Zeit setzt. Ja, erstmal Kollege Itz, und jetzt haben wir eine neue Bestzeit, 2 Minuten 2,99. Also, wir nähern uns jetzt schon mit den größeren Schritten der 1,59er Zeit. Ich bin gespannt. So, dann sind wir hier beim Kollegen Jimmy, der hat im Augenblick hier keine Probleme. Und da haben wir das nächste Duell UMV hier gegen Fredio quasi. Da gehen wir mal auf die Haube. Fredio hier, der Kollege aus der Schweiz. Ne, finde ich cool, dass hier so vieles internationale Leute mitfahren, egal ob Schweiz, Österreich, Niederlande, wo auch immer, England oder sonst irgendwoher. Das ist echt cool. Da merkt man auch, dass die Gemeinschaft, die Community einfach zusammenhält und hier Spaß untereinander auch haben. Und die Leute, egal wo sie hinkommen, genau, Belgien, ganz zu vergessen, nicht ganz zu vergessen, die hier gerne bei uns quasi mitfahren. So, hier. Ah, hier schaut auch so aus, wenn ich mal fragen darf, fährt Fredio auch mit?
Controller oder sieht es nur so aus? Wenn ihr es wisst, würde ich gerne das mal in den Kommentaren lesen oder so. Aber man da mal Bescheid sagen kann, ob Fredschu hier mit Lenkrad fährt oder mit Controller. Weil, ich sag, wenn du mit Controller fährst, der ist ja rein wahnsinnig. Der ist ja voll wahnsinnig dann. So, die Zeiten werden ein bisschen größer. Kann sich so ein bisschen absetzen. Dann gehen wir zum Kollegen André, der ein bisschen dahinter ist. Hier mit 1,2 Sekunden. Hat im Nackenland mit 1,6 Sekunden in Chronic. Und dann haben wir schon den größeren Abstand hier vom Boss. Und beim Boss wissen wir, der kann 2 Minuten Zeit fahren. Und die wird auch definitiv wieder fahren. Jamaika Pillar, vielen, vielen Dank. Willkommen bei mir, nimm Platz im Rennsitz. So, also beim Boss weiß es. Ich denke mal, die werden auch noch Teammeeting gehabt haben, weil mit 3 Motorschäden fast. Ich glaube, Jumbo, es waren glaube ich 3 Motorschäden, was er gehabt hat. War das, glaube ich. Fair mit Lenkert. Alles klar. Danke, Nakuta, für die Information. Also 203, er hat sich noch nicht eingegroovt, aber das kommt dann noch. Und damit die 1,59er Zeit. 1,59,969. Fährt der Anton. Also, jetzt haben wir schon die erste Zeit geknackt. Hier 2 Minuten 6,4. Also, das könnte spannend werden, wenn hier der Kollege 59er Zeiten fahren kann. Dann wird er dem Itz hier so einen richtig schönen Kampf liefern, weil wir haben es ja vorhin auch gesehen, was da zum Schluss los war. Es war einfach nur geil. Es war einfach nur die beste Werbung, was du dir für ein Event vorstellen kannst, wenn die 2 Stunden lang wir einfach um den Kurs fahren und dann so die letzten 3-4 Runden. Ach ja, hey du, mir ist langweilig und mir auch, okay. Wir geben dann halt mal die letzten 4 Runden ihren Zweikampf. Nein, so Spaß beiseite. Aber die letzten Runden, nach 2 Stunden hast du dann immer noch 2 Kämpfe. Brutal, also es ist einfach nur geil. Da sieht er auch, wie stark das Feld auch wirklich ist. So, der Vorsprung wird langsam kleiner beim Itz und der Anton schiebt hier mit seinem BMW, Entschuldigung. Der schiebt hier mal so richtig mit seinem Mercedes an, ne? Also, die Deadpools haben eigentlich wieder ein perfektes Auto hingestellt, auch schon vor dem bei meinem Stint. Muss schon sagen, wenn ich hier kommentiere und ich die Deadpools quasi habe, dann haben die immer einen saustarken Fahrer zu bieten. Jetzt mit dem Anton. Beim Itz wissen wir ja, dass er gut ist. Und dann gehen wir weiter. Also, Animalus hat jetzt noch Vorsprung. Knapp 1 Sekunde vom Jimmy. Ja, da könnte es auch bald zum Duell kommen. Reggio hat jetzt hier das Problem von Maestro und hat hinten noch dagegen den André. Also, dann haben wir einen wunderschönen Dreikampf, liebe Zuschauer. Wir gehen hier mal in die Heckansicht. Und hier haben wir 2-mal BMW und 1-mal müsste es Mercedes sein, glaube ich. Und dann ist es hier doch geil. Wir haben hier wunderschöne Zweikämpfe und es freut mich echt tierisch. Für so ein Finale ist das richtig geil. So, wir gehen so langsam in die Abenddämmerung. Ah, er schaut mal, er guckt mal, er will mal schauen, dass er da vorbeikommt. Na, bisschen weiter gehst, Maestro. Da hat der Kollege André dann mal gelinst, mal geguckt. Komme ich da vorbei? Ah, jetzt macht er hier schon den Kollegen noch mehr Druck, indem er hier wirklich im Auspuff schon drin hängt, des Kollegen, aber das ist immer so eine gefährliche Sache. Ein Verbremser oder ein sonst noch was, dann haben sie beide nämlich einen Schaden und dann haben sie hier ein Problem. Racing sind beide meine Teams. Ah, Maxi King, okay, das habe ich nicht gewusst. Alles klar, beim Hermann Motorsport war mir das bekannt, dass du damit was zu tun hast und bei den Goldochsen habe ich das nicht gewusst. Aber, wie gesagt, liefern heute wirklich eine sehr, sehr gute Show ab. Und macht wirklich euch Spaß zuzuschauen. Also, wir gehen unten hier nochmal die Reihenfolge durch für alle. Na, für Nolle Racing auf der 1, Skyforce auf 2, UMF, wo wir gerade hier den Kollegen Maestro sehen. Hier im Augenblick auf der 3. Also, die 3 würden quasi jetzt im Endeffekt das geben. Dann haben wir den Goldachsen Sim Racing hier auf der 4. Gleich das Überholmanöver hier von André. André ist jetzt gleiche Höhe. Die Kurve geht nach rechts. Das sollte den besseren haben. Ja, hat er. Bessere Position. Lowlands auf 5, Vikings auf 6, dann haben wir Hermann Motorsport auf 7, Candy Cave auf Nummer 8, White Planet auf der 9. Dann haben wir auf Platz 10
Kommt gleich. Da Team Jamaika. Vielen, vielen Dank, Tick, für den Follow. Danke dir. Schön, dass du dabei bist. Dann haben wir Team Jamaika, die Deadpools VML auf der 12. Ja, mache ich gleich. Tick, bin gleich dabei. Und wir haben hier noch Race Team Aachen und Joker Racing. Den Fischi. Also, ein Fischi kommt selten allein. So. So, hier sehen wir den Fischi. Wo ist der? Der ist auf Platz 14 im Augenblick. Das ist der Black Gamer. Hatte leider einen Schaden, ne? Lokuta. Und deswegen ist ihn. Jetzt Neubie. Sei doch nicht so. Jeder wird hier bedient. Auch er natürlich. So, wir gehen mal auf den Haupt. Dann sehen wir das Ganze nämlich von weiter hinten noch aus. So, dann sehen wir hier mal ein Haupt und dann sehen wir gleich mal, schalte ich auch gleich noch hin. Wie gesagt, eure Wünsche werden alle erfüllt, was das Rennen hier betrifft. Alles andere dürft ihr euch selber ausmachen. So, also ich finde es hier echt cool. Das ist mein Kollege. Achso, okay. Zeig die Front. Du meinst die Front? So rum? Ja, bitteschön. Gehen wir nochmal einen Tick nach vorne. Boah, schaut euch an, hier der kleine Fehler und da ist der Fehler hier vom Kollegen Fischi. Eieiei, Fischi, mach doch nicht so einen Käse. Da hat er sich verbremst und dann wird es heckleicht und dann hast du das Problem, dass du nicht die Kurve mehr bekommst. Dadurch hast du einen Platz verloren. Und dadurch, ja. So, dann gehen wir zu Herbert Motorsport. Hermann Motorsport, Entschuldigung. Du möchtest nur gucken, nicht anfassen. Ja, ist klar. Das sieht man schon. Willst du winken für Hermann mit dem Top? Ja, es wird. Naja, Vorsprung ist halt schon knapp eine Minute, ne? Es ist. Der Rückstand ist knapp schon eine Minute. Es ist. Es ist aber alles noch drin. Also, von dem her würde ich da jetzt nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Wir haben jetzt gerade erst mal 10 Runden. Also, da geht auf jeden Fall noch was. Ne? So, schauen wir uns die Sache noch mit den SS an. Der schaut doch auch relativ gut aus. Passt. Gut durchgekommen, fertig. So. Jetzt ist immer noch vorne. Die Abstände haben sich minimal geändert, aber das ist ein Ruhe von nichts. Ne, klappt ruhig. Wir melden die zweite Kurve. So, na, hier zwischenzeitliche Verbesserung hier vom Itz, der im Augenblick hier auf der Position 1 ist. Na, 1,59,969 seine. Oh, halt. Sorry, Jungs. Sorry. Jetzt ist er hier. Seine Zeit. Ja, 2 Minuten kann er definitiv gehen. Das wissen wir, schon wieder abgeschossen worden. Ja, das müsste halt leider einreichen dann, wenn halt so ein Vorfall ist, bitte einreichen bei der Rennkommission. Ja, aus vorne von P. Pipeline Esports nicht übel aus. Aus dem. So, also 2,22. Ja, das ist immer, die Zeit bleibt immer so in die Richtung zwischen 1,3 und ein bisschen weniger. Na, unter mal eine Sekunde. Kommt immer darauf an, wie du hier rauskommst, aber die zwei geben hier schon wieder echt richtig Gas und du hast 10 Sekunden Vorsprung. Und das nach 10 Runden. Aber schaut euch das Panorama doch an. Na, passend ja zu Mount Panorama, dieser Sonnenuntergang. Und dazu noch geiles Racing mit dementsprechend Lichteinfall und ist doch lecker, ist doch einfach geil anzuschauen. Sind wir doch ganz ehrlich. So, Freunde, der Vorsprung wird weniger. Jetzt Purple Zeit vom Anton. Wir schauen mal, was bis oben hin geht, bis zu den SS. Schauen wir mal, wenn nichts da passiert, gehen wir natürlich weiter und schauen, dass wir hier ein anderes spannendes Duell einfangen. Na, also Windschattenbereich ist eigentlich schon da. Oh, der Fehler hier. Jetzt merkt den Druck langsam. Der kalte Hauch hier vom Gegner kommt so langsam. Na, der Druck ist da. Im Spiegel ist er nicht mehr weg. Da wird er jetzt immer größer im Rückspiegel, der Kollege. Und deswegen muss man hier mal.
Da muss man schnell mal schreiben. Achso, True Daily, du hörst mich, ja? Komm doch mal rüber, weil so sehe ich deine Nachrichten nur beim Kanal vom Kollegen Don Camillo. Wie schwer es ist, ne? Auf die Frage, was er meinte, ich erkläre es euch mal schnell. Er fragt, wie das ist oder wie aufwendig es ist, die Fahrzeuge unten in einem Stream einzublenden. Naja, die Jungs machen Bilder. Jetzt kommt die Überholmanöver über. Jetzt kommt das Überholmanöver. Das wird aber noch nicht vollzogen. Also, sie sind jetzt knapp dran. Die bereiten das vor. Die bereiten die ganzen Grafiken vor. Wir bekommen das quasi gestellt von den... von der Orga und müssen das quasi nur quasi einblenden mit einer PNG oder dementsprechend mit Hintergrund oben und unten. Und für uns Streamer ist es relativ einfach, das Ganze einzublenden, weil wir das ja alles schon bekommen haben. Also von dem her, da darfst du dich gern mal an die Orga wenden, an den Prippe zum Beispiel oder an den Leon. Die können dir das erklären, wie man dann sowas eventuell macht, wenn sie es dir verraten oder es ein Geheimnis ist. Das ist immer so. Na, verletzt ja auch nicht unbedingt dein Rezept jedem anderen. Ist die Strafe eigentlich bei Noller mitberechnet? Strafen werden in der Regel quasi oben mit eingeblendet. Also, sie sind immer noch drauf und dran, aber wir müssen mal zu anderen Jungs schauen. So, wir gehen mal weiter hier, weil es geht ja um die anderen auch, nicht nur um die zwei da vorne. So, Fredio ist im Augenblick beim Jimmy hinten drauf. Ja, richtig. Es ist ein richtig geiler Fight, aber ich muss auch mal leider weiter und ich würde gerne 5 Kameras haben, um uns das zeigen, aber Mama geht's leider nicht. So, hier haben wir auch Fredio. Fredio fährt 2,01er Zeiten im Schnitt. Wir schauen mal bei unserem Freund, unserem Jimmy, auch 2,01er im Schnitt, also die zwei nehmen sich definitiv nichts. Na? Also fahren sie ein sehr, sehr geiles Rennen. Und dann haben wir auch noch den Kollegen André immer noch dabei. Der fährt auch 201 im Schnitt. Also, die fahren ungefähr alle auf dem Niveau. Und Niveau ist keine Tagesgame, also nicht vergessen. Ja, die fahren hier wirklich auf echt konstantem Level. Und das ist auch so geil, dass du das hier im Top-Qualifying festes raus. Die Jungs haben im Top-Qualifying haben sich alle positioniert. Und dementsprechend stehen sie jetzt halt da, wo sie da sind. Und dann werden auch die Lobbys richtig gut, weil die Leute alle wirklich auf dem gleichen Level fahren. So, wir müssen dann nochmal davor. Die beiden Mercedes, Fredio und Jimmy, bekriegen sich jetzt gerade. Der Krieg der Sterne. Ha? Ihr wisst ja wahrscheinlich wie, was ich gerade meine. Servus, Podracer. Schön, dass du da bist. So, Freunde. Ha? Sind wir hier? Kommt das Überholmanöver? Wir bleiben hier noch auf der langen Geraden dabei. Vielleicht sehen wir eine Überholmanöver, aber er ist schon ein bisschen weit weg. Das wird ganz schön knapp werden. Ja, genau, da ist er ja, Dirk. Schön, dass du da bist. Ah, ne, ist ein bisschen zu weit weg und dadurch kann es dann nicht überholen. So, dann haben wir den Maestro hier auf dem Platz 7, hat im Augenblick keinen Gegner um sich rum. Unser Chronic hat auch keinen Gegner. Wie schaut es denn beim Eschi aus? Eschi hat auch leider keinen Zweikampf. Dann haben wir auch beim Kollegen Haupt keinen. Wie schaut es beim Droppe aus? Der hat hier den Kollegen Fischi im Hintergrund. Und wir gehen doch mal beim Fischi hier ins Fahrzeug und schauen uns mal an. Wir haben 800. Rückstand. Aber er hat genug Vorsprung vom Boss. 38 Sekunden. Aber wenn ihr jetzt auf der linken Seite seht, hast du dann auch schon vom Platz 12 auf die Spitze 50 Sekunden. Also da merkst du mal, wie zwei da vorne angassen. Oh, Fehler! Fehler hier vom Kollegen Droppe. Und dadurch hast du den Quersteher und dadurch verlierst du den Platz. So, wir schauen uns das in der Wiederholung nochmal an. Da hat er einen Verbremser gehabt. Ja, da hat er davor den Fehler gehabt. Und da hat er aber Glück gehabt, dass der Kollege Fischi hier keinen größeren Schaden, wenn er überhaupt einen Schaden hat, hier mitbekommen hat. So, dann gehen wir auf den Boss. Der war schon in der Box. Und ich hoffe, er kann nochmal die Pace gehen, was er heute Nachmittag gefahren hat. Na, schauen wir mal, im Augenblick sind die Zeiten bei ihm etwas langsamer. Aber das kann aber auch sein, die Witterungsverhältnisse ändern sich ja. Und dadurch kannst du
teilweise die Zeiten nicht hundertprozentig miteinander vergleichen, weil einfach 1, 2 Grad, 4 Grad, ihr wisst es ja selber, teilweise von den Strecken, ist halt unterschiedlich. So, beim Hermann Motorsport Team haben wir den Kollegen Black Gamerhot, der kann ja fahren. Das ist ja nicht so, dass es nicht kann. Aber wenn du halt einen Schaden hast, ne, hast du ein Problem. Aber er saugt sich ran, hat jetzt nur noch 7,7 Sekunden, fährt im Schnitt 2,1er Zeiten. Also das ist alles top hier. Das ist alles super. Bischi weiß ich eben nicht, ob er Schaden hat. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Jo. Glaube ja. Ich glaube ja. Also so wie es sich anhört und so langsam wie er fährt, muss er einen Motorschaden haben. Hab's leider nicht mehr drin, kann es euch leider nicht mehr präsentieren, aber Fischi geht in die Box und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. So, also, hier sind wir immer noch bei Platz 1 und 2. Die zwei bekriegen sich immer noch. Krieg der Sterne geht natürlich in die 14. Runde, liebe Zuschauer. Leichter Einschlag hier beim Itz. Mache ich gleich. Und jetzt schauen wir mal, ob er hier auf der Geraden jetzt vorbeigehen kann, der Anton. Na, Windschatten ist da. Er macht sich breit. Er hängt ihm direkt dahinter. Kein Problem, Tick. Ich zeig alle. Na, ist kein Thema. Ja, er hat immer noch die bessere Seite. Kampflinie ist da. Wahnsinn. Also die zwei kollektiv, na, was die hier wieder für. Was hier. Bayern, was sie für angasen, ne, hier. Total, ne? Aber wie gesagt, im Augenblick muss ich jetzt ein bisschen nicht gut, pass auf, Mann, Fischi. Wo ist die Bär? Vielen, vielen Dank, danke dir. Dankeschön, vielen, vielen Dank, weiß ich echt zu schätzen. So, jetzt kommt doch der Angriff oder nicht? Jetzt ist halt die Frage, ist es Taktik vom Anton, dass er so lange dahinter bleibt, dass er eventuell in den Fehler zeigt? Ja, vielen. Na gut, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Danke dir. Ha? Kommt fast ein bisschen weit raus, aber ganz ehrlich, du musst aber auch so fahren können vorne vom Itz, dass du den Gegner so dahinter halten kannst. Also brutal, was die zwei abgeben. So, dann haben wir auf Jimmy und Reggio und den Kollegen Masteo. Da haben wir ihn. Halt, sorry, da war eins zu weit. Sorry. Da wollte ich hin zum Andrei. Wir sind auf der Motorhaube und quasi hier Mercedes, BMW. Und nochmal. Mercedes. Ah, leichte Touchierung, aber macht nichts. Wie gesagt, zum Tourenwagensport. Ich nenne es Tourenwagen. Tut mir leid, ich bin ein alter Hase in dem Sinne, bin mit DTM 96 und so weiter, bin ich aufgewachsen. Ja, müssen wir mal gucken. Wir schauen mal gleich. Wir schalten auf jeden Fall wieder zurück. Also, ich hätte gern drei Kameras, ganz ehrlich. Wie gesagt, wenn ihr vom Team seid und ihr seht, oder ich sehe es ja oben links gleich, ob ihr überholt oder nicht, dann gebt mir trotzdem kurz mal eine Meldung, dann schalte ich dahin nochmal schnell, weil ich gesagt habe, da hat er aber Fischi, ey. Fischi sag ich schon. Da hatte Jimmy echt Glück gehabt, weil er war schon auf dem Dreck. Ne? Nicht mehr auf dem Asphalt. Und jetzt kommt das Überholmanöver. Jetzt kommt das Überholmanöver. Und Freccio hat sich auf Platz 3 vorgeschoben. Der Schweizer Kollege hat sich am Mercedes vorbei geschoben. Hier kriegt der Sterne Teil 2 in dem Fall. Und da haben wir jetzt quasi Freccio auf der 2, Jimmy. Freccio auf der 3, Jimmy. Was ist denn los jetzt heute? Macht langsam, langsam, langsam. Ja, Zick, ja, wird hochgeladen. Bleibt bei mir erstmal auf bei länger, einige Zeit bei Twitch zu sehen. Und wird dann aber quasi im Laufe des Abends noch zu YouTube rüber exportiert. Kann sein, dass er spätestens morgen oder heute Nacht irgendwann online ist. Also Dreikampf. Du darfst das gerne machen, ist kein Problem. Oh, da Berührung, liebe Freunde, Berührung mit Andrei. Berührung. Ja, klar, dürfst du gern machen. Ist doch kein Problem. Kein Thema. Da war die Berührung, da schaut's euch an. Ah, kleiner Stupser und dann. Ah, schlägt er ein, hat bestimmt einen kleinen Schaden davon getragen. Dadurch wird aus dem Dreikampf nur noch ein Zweikampf. So.
dann schauen wir mal schnell nach vorne. Nein, da ist immer noch nichts passiert. Ah, okay, gut. Die fahren noch ein bisschen. Dann haben wir den Mazdeo, der im Augenblick auf der 6 hat 5,5 Sekunden und 6,1 Sekunden hier zwischen den Kollegen. Dann haben wir den Chronic auch im Augenblick 6 Sekunden und 7, quasi 7,5. Der Eschi fährt hier ein ruhiges Rennen im Augenblick. Also er kann zufrieden sein im Augenblick. Ja, dann haben wir den Animalus hier auf der 9. Oh, 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 oh. Das gefällt mir nicht. Animalus springt im Augenblick, Jungs. Ich hoffe, die Lobby hält, aber so wie er springt, wird er wahrscheinlich bald den Disconnect haben. Das schaut nicht gut aus für den Kollegen Animalus. So, dann haben wir den Haupt auf der 10. Robbe auf der 11. 12 ist der Boss. Dann haben wir Fische, der wieder bei Kräften ist. Und in der Box steht Hermann Motorsport. So. Krieg der Sterne, Teil Nummer 1 wieder. Hier. Immer noch ist It's vorne. So, Andrei ist jetzt in der Box. Also die Boxen-Stops gehen wieder so langsam in die nächste Runde. Und It's kann sich immer noch behaupten. Also wer sich so lang auf so einem Niveau vorne halten kann, der hat es dann auch verdient, am Ende vorne zu stehen. Bin ich ganz ehrlich. Na, weil Anton, der gibt schon mächtig Gas. Muss man schon sagen, was auch schön ist hier. Man erkennt die beiden auch sehr, sehr gut auseinander. Erstens wegen der Farbe und zweitens auch wegen den Lichtern. Hier grün und gelb. Und auf der anderen ist dann orange und weiß zu sehen. So, vorne Fredjo. Der dritte. Also wir haben quasi ein Mercedes. Ja, 5. Ja, also 5 Mercedes auf den ersten 5. Animalus ist quasi jetzt die Nummer 6. Hier der erste BMW oder der erste, das erste Fahrzeug, was kein Mercedes ist. So, dann haben wir, wie gesagt, Haupt auf der 7 gehabt und der Matteo hat hier, der Mazdeo hat hier im Augenblick 1,5 Sekunden Vorsprung vom Andrei, der ja in der Box war. Also du merkst auf jeden Fall den Unterschied hier. Weil du hast einfach, wenn du frisches Material hast, dann schießt du eigentlich schon echt nach vorne. Und das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied. So, Nissan GTR hörst du auf jeden Fall. So, Bischi auf der 13. Also da geht im Augenblick nichts nach vorne, nach hinten ab. Der Gamer hat ein bisschen verloren wieder. Und dann sind wir hier wieder bei den beiden. Und der Vorsprung ist wieder so minimal geschrumpft. Aber kannst du ja nicht sagen, hey, er hat 500stel, 700stel. Das ist einfach, wie du aus der Kurve reinkommst, wie du in die Kurve reinfährst, ist das einfach hier. Ja, hier kleiner Quersteher wieder und dann. Das ist Wahnsinn. 201er Zeit im Augenblick im Schnitt, die zwei Verrückten. Muss man schon sagen. Aber der Vorsprung ist im Augenblick für jetzt ein bisschen groß, also sprich im Gegensatz zum Anton, dass er hier überholen kann. Also wie gesagt, so wenn er den Abstand hält auf der langen Geraden. Berührung hier mit der Mauer, gemauert, geküsst. Hier vom Itz. Und das ist das Problem hier. So, schauen wir mal uns den Helm vom Itz an. Dann gehen wir mal auf den Kollegen Anton. Dann gehen wir mal schnell die Helms durch. Hier einfach mal zum Schauen. Wenn wir mal durchschalten. Hier auch Fredjo. Mal eine ganz andere Farbe von dem Helm. Passt überhaupt. Also in dem Sinne schaut ja ganz anders aus. Im Gegensatz zum Fahrzeug. Manche haben sich einen extra Helm machen lassen für das Event. Bei vielen nicht, weil warum sollte man auch? Ach, na, hier auch in Schwarz. Ganz schlicht gehalten, den Carbon-Look. Auch ganz geil. So, Animalus fährt immer noch. Finde ich gut, aber hoffentlich. Ja, der hat auf jeden Fall in den Farbtopf gelangt. Mit seinem Helm. Na, wenn es einen suchst, brauchst du einfach nur noch einen Butt-Helm schon. So, auch. Ja, schönes Design. Ist mal was anderes hier vom Kollegen Haupt. Dann haben wir den Maestro. Hier mit einem grünen mit der Nummer 90 auf der Seite. Also auch ganz geil. So, beim Andrei hier schaut aus wie in Richtung Design von für Marlboro. Und dann haben wir den Chronic hier. Den hat man noch nicht, aber das Design ist auf jeden Fall, habe ich heute schon mal gesehen bei mir.
Dann haben wir Kollege. Was? Der jetzt eine Sekunde hat vor im Robert. Da bleibt man gleich drauf. Da machen wir hier gleich noch die Helme zu Ende. Und dann ist hier noch Animalus. Seine Tochter spielt Fortnite und seine Frau, wow, die Leistung hält. Ja, okay, ja. Oh, das ist. Ja, wie gesagt, das könnte aber auch andersrum gehen, ja. Und das wird halt so, so ärgerlich, ne? So, Boss, ne? Da sind die Zeiten definitiv anders wie heute Nachmittag. Liegt aber wahrscheinlich an der Lobby, an der Einstellung. NK33, vielen, vielen Dank für deine Bits. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Super Rennen vorhin gefahren. Auch bei mir, wo du warst. Ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. So, also, die beiden bekriegen sich immer noch. Oh, beide jetzt mit einem kleinen Fehler. Beide mit einem kleinen Fehler. Da merkst du es, dann bist du gleich eine Sekunde weg. Also, du darfst hier echt besonders hier oben in den... Es ist hier nichts erlauben. Weil sonst ist der Schaden vorprogrammiert. Ja, im Augenblick schaut es für die Jungs aus Jamaika sehr, sehr gut aus. Ja? Ach, Entschuldigung, für It's. Ja. Das ist richtig. Ja? Das ist richtig. So, muss man auf mein Handy schauen. Nebenbei, ab eventuell eine Anfrage kam. So, und beide gehen in die Box. Also, das Duell wird uns noch länger Freude bereiten, Jungs. Jetzt haben wir ihn auf der Jimmy auch noch rein. Ist es da? Nee. Also, wie gesagt, ich würde gerne Interviews danach führen mit den Top 3. Und wenn die Team-Captains quasi nicht da sind, dann schickt einfach einen von euren Fahrern zu mir in den Chat quasi. Ne? Wie gesagt, Anfrage kostet 97 auf der PlayStation. Dann dürft ihr hier quasi euer Rennen quasi, beziehungsweise eure Eindrücke und wie das ganze Event war, einfach mal im Stream mit mir bequatschen. Freezy, warum? Sag, erzähl uns deine Geschichte. So, die zwei sind jetzt raus und schaut euch mal an. Die kommen aus der Box raus, als hätten sie einfach nur ein Abschleppseil dahinter, oder? Ist das nicht geil? Und jetzt könnt ihr die Chance haben. Nee. Probe hart. Doch gut. Dann musst du übrigens kämpfen. Keine Chance mit dem AMG. Also, die Boxenstopp waren beide genau gleich. Das heißt, im Endeffekt. Die beiden geben hier richtig. Das sind viel, viel besser bei mir. Bist du auch zweimal gefahren, Piller, wenn ich fragen darf? So, na, der ist zwar dran. Der Kollege Animalus. Oh, da! Wieder kleine Berührung, aber ich würde. Da der Fehler. Der Fehler von ihm. Ich sagte, ich würde seiner Tochter gerade mal. Kurzzeitig sagen, kannst du mal bitte raus? Nicht, dass ich hier das Event hier nicht mehr weiterfahren kann. Naja, wie gesagt, jetzt hast du dann ein Problem, wenn da eventuell er springt und die Leute sehen es nicht, dass du dann halt eventuell den einen oder anderen mitreißt. Das ist dann schon sehr, sehr, ja, ärgerlich halt. Bin ich ganz ehrlich dafür. Ja? Also, die zwei bekriegen sich immer noch. Da geht im Augenblick auch leider nichts. Dann gehen wir hier auf André und den Kollegen Maestro. Die beide haben auch die Boxengasse für sich mal in Anspruch genommen und sind hier auch wieder drauf und dran, sich wieder zu duellieren. Jetzt kommt er ran, André. Doch, da draußen. Wir hoffen, dass es jetzt besser ist. Ja, viel Spaß beim Überholen. Ja, wenn die Tochter, wenn sie draußen ist, dann ist die Leitung vielleicht noch stabiler und dann sollte es auch funktionieren mit dem Nachbarn. So, hier schön André vorbei. Wir können mal auf Animalus schauen. Und der ist jetzt dran. Am Kollegen
Anton. Und es scheint im Augenblick glatt zu laufen. Jetzt kommt eventuell der Angriff. Nein, er kommt noch nicht, aber jetzt... Ah! Oh, oh. Das ist... Ja, wir haben ja 1, 2 und 3. Es ist schon geil, aber... Gefährliche Situation, ne? Das schaut immer so aus, als würde er einen Schaden haben. Hat aber dann doch keinen, dann... Ich hoffe, es hält für ihn. Ich hoffe, es hält und er nimmt keinen mit. Ne? So. Wir gehen aber mal weiter, weil da wird es ja fast schlecht davon. Von dem ganzen Gehüpfe. Genug Bessos das Wochenende. Nein. Nee, ich hab deswegen auch weggeschaltet, weil... Gedicht. Also, André ist vorbei. Weißt du, war dahinter. Jetzt haben wir Fredjo und den Kollegen Chronic. So, ab ins Auto. Er weiß Bescheid, ja. Naja, er kann jetzt nicht aufstehen und rübergehen, Maxi. Hey, Tochter. Kannst du mal aus dem Internet raus? Ich muss hier fahren. Ja, wäre natürlich ärgerlich dann auf jeden Fall. So, hier Platz 7 und 8. Fredjo hier im Mercedes und im BMW. Dahinter unser Chronic. Ja. Und aber soweit hält alles. So, hier Chronic hier mit der schnellsten Rennung auf jeden für 2 Minuten 383. Kommt jetzt hier, setzt zum Überholmanöver an, hier in seinem BMW. Kurve geht nach rechts, hat sich vorbeigedrückt. Ja, und dann haben wir den Platzwechsel hier. Chronic jetzt auf der 6, Fredjo auf der 7. So, dann sind wir beim Jimmy. Es gibt ja so viele berühmte Jimmys. Jimmy Hart, Jimi Hendrix. Ja? Und der berühmte hier fährt der Jamaika Jimmy. Macht jetzt super Business. Brutal, was der hier. Gute Entscheidung gewesen von dir, von der Sien, dich zu uns zu geben. ja. Also muss man schon sagen, die zwei da vorne, ne, das ist Wahnsinn. Brauchst auch ein gewisses Nervenkostüm, ey, dass der, wenn dir die ganze Zeit hinten da einer ständig meint, der muss dir den Auspuff umschmeißen. Das ist nicht so ganz so toll. So, Jimmy auf Platz 8 im Augenblick. Dann sehen wir auf dem 9. Platz den Eschi. Ja, bei Eschi geht irgendwie nichts vorwärts und nichts rückwärts auf Deutschland. Und das ist für ihn ist es natürlich gut. Aber Spannung und eventuell noch was in Sachen Gesamtwertung tun, ist natürlich dann auch nicht. Na, wenn du mittendrin hängst, ist es natürlich auch nicht so schön. So, dann hier beim Haupt hier Racing. Entschuldigung, nicht von die Nollers, sondern von die Vikings. Hier. Der Kollege Haupt mit seinem Lexus unterwegs. Dann haben wir jetzt den Boss und Fischi. Ein bisschen weit rausgekommen, der Boss. Ja, man sieht hier auch die unterschiedlichsten Linien, was die Fahrzeuge fahren. Na, kommt der Fischi etwas besser raus? Und da muss ja unser Kollege Boss hier schon Kampflinie fahren. Kampflinie, hier kam schön raus. Achso, Candy, ne? Candy? Oh, sag's euch ja, Ausrufe solchen Kuchen, ey. Also. Richtig Lexus nach Hause. Ja, wir haben noch ein bisschen vor uns, Leute. Also, wenn ein Kuchenstück haben will, Ausrufezeichen Kuchen, gern in den Chat schreiben, Freunde. Ja, weil, wenn du die ganze Zeit hinten auf Candy schaust oder fährst du neben hin und siehst die ganze Zeit die M&Ms und so weiter, macht irgendwie schon Hunger. So, das war Platz 12 und 11. So, dann gehen wir halt nochmal schnell auf den Kollegen Robin Fox. Scheint alles in Ordnung zu sein. Und, oh ja. Und hier haben wir den Kollegen. Genau, Wurst. Ja, ich hab's doch gewusst. So. Gehen wir mal nach vorne hier. Nach vorne. Im Hintergrund springt immer noch hier wie Roger Rabbit. Aber, ist halt nicht so schön. Wie gesagt, deswegen gehen wir lieber einen Schritt nach vorne. Nicht weniger, dass man Animalus nicht zeigen muss, sondern einfach das Gespringe. Das macht dich auf Dauer wahnsinnig. Ne? Aber er hält sich auf 3 und das fährt den anderen hier wirklich. Hatte ich vorhin erst. Aber jetzt ist Kaffeezeit.
und Kuchen später noch. Ja, ja, kann man. Das ist das Problem. Aber wir können es leider nicht ändern. The Lonely Lexus, ja. I'm lonely, lonely, lonely. Lonely, lonely in my life. Nö, wenn es jetzt so ist, dann ist es so, wie gesagt. Aber, wie gesagt, er fährt eine starke Performance. Und er fährt 2.01er Zeiten. 2.02 Minuten. Au, Alter! Siehst du mal, mein Herz ist fast stehen geblieben, ey. Entschuldigung, ne? Schau, wie das ausgehört, ne? Totalen Bremspunkt verpasst. Ja, ciao! Jakob Junior! Schön, dass du da bist. Nimm Platz. Und jetzt ist er vorbei. Jetzt ist er vorbei. Oh, wie ist denn jetzt da vorbeigekommen? Nochmal. Hier, da war er noch vorne. Solange er sich hält, geht's. Ja, freilich. Aber es ist halt immer die Gefahr, dass er dich halt irgendwann einmal wegcheckt. Und das könnte hier gerade der Fall gewesen sein. Man weiß es nicht, ne? Wenn du halt wirklich mal den anderen wegcheckst, so außersehentlich, dann... Ne? Aber... Er wird es ja dann selber merken oder sehen, ne? Ich sag, ich weiß nicht, wie halt der Kollege Anton das so findet halt, ne? Der sieht es ja genauso wie mir, ne? Dass er gerade halt hin und her packt. Wo willst du dann überholen? Das ist halt die Frage. Wo willst du dann überholen? So. Ja, Manni! Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Wie geht's dem alten Kölner? So, Chronic hier, der belgische Freund hier auf Platz 6. Ja. Aber echt blöd für alle, die neben dir fahren. Ja, natürlich. Also sehen müssen sie sich. Also ich sehe ihn, also renne ich mal davon aus, dass sie ihn auch sieht. So, dann haben wir Fredgy im Augenblick auf der 7. Mega gut, danke. Ja, es war schon mal besser, Manni, wo ich noch etwas jünger war. Ne? Im Augenblick so ein bisschen leichte körperliche Defizite, kann man so sagen. Werde ich aber in den nächsten Wochen wahrscheinlich beheben. Können. Monaten. Wochen, Monaten. So, Jimmy im Augenblick hier noch auf der Nummer 8, 201er im letzten Umlauf. Und dann haben wir den Eschi hier mit 2 Minuten der Zeiten. Also da, wie gesagt, Eschi geht auch. Aber da geht halt leider nach vorne, nach hinten irgendwie nichts. Das ist halt auch schade, ne? Ja, wie gesagt, wird auf jeden Fall besser. Die Laune, lass mich jenen verderben. Das weiß, der kennt's mich ja mittlerweile. So, Haupt im Augenblick auch alleine auf weiter Flur mit 7 Sekunden. Hat er Rückstand, aber 26 vorm Fischi. Und da hat der Fischi hier gerade mal die Mauer geküsst. Und der war, glaube ich, nicht ganz so liebevoll. Der Küss an die Wand. Ah, da kommt das Heck und zack, dann macht der BMW den Ausflug. Ja, es ist schwierig. Also man kann schon fahren, aber es ist halt schwierig, ne? So, wir gehen mal schauen. Wie gesagt, dadurch konnten sich jetzt quasi 7 Sekunden Luft verschaffen. Und jetzt ist er auch wieder vorbei. Und das ist auch das einzige Richtige, was du machen kannst. Du musst dann ihm so schnell wieder möglich wieder vorbei, dass du hier wieder in Ruhe fahren kannst. Im Hintergrund sieht er ja hier den Funkenflug, ne? Von ihm. Also ich denke mal, das könnte Anton schon ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben, weil sonst wäre er nicht 7 Sekunden hinter. Aber man muss sagen, Animalus fährt ja von den Zeiten her ja voll mit. Voll mit, ne? Und das ist ja gerade das. Also, 205er Zeiten. Wie gesagt, da hat es bestimmt hier mal einen kleinen Crash gegeben zwischen den beiden. Ja, beide 205er Zeiten. Also ich gehe mal davon aus, dass da eine Berührung auf jeden Fall war. Ist ja natürlich schade. So, André auf weiter Flur. Masteo auf weiter Flur. Chronic und Fredschu hier weit auseinander. Melden und fertig. Ah, kannst du im Endeffekt ja leider nichts machen. Also, leider, was kannst du nichts machen? Ist halt das Internet, ne? Aber wie gesagt, einer von den beiden Zeiten sind ja echt gut. So, dann haben wir hier weiter mit Jimmy, Eschi und Anton geht jetzt in die Box und holt sich neues Material und wird sich wahrscheinlich mal kurz was zu trinken genehmigen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, das
ist nicht einfach. So, 204er Zeiten. Die Zeiten kann ich nicht mitgehen. Oh, im Hintergrund eingeschlagen, der Black Gamer. Der Black Gamer ist eingeschlagen, liebe Zuschauer. Hier, war dran. Hat aber dann einen Fehler gemacht. Ja. Wie gesagt, aber zum Glück hält es auf jeden Fall. Ah, sieht man es leider nicht mehr, aber kurz eingeschlagen, der Kollege. Der Gamer, wir müssen ihn hier vielleicht noch gleich in Zweikampf. Und das ist doch das Geile. Ne? Immer weiter, immer vor. ...25 Runden haben wir gefahren beim Finale der GTE S am heutigen Samstagabend. Dann haben wir quasi ein 12-Stunden-Event. Ja. Oh, hier. Nicht so schnell fahren, dass du den Gegner nicht mit rausschiebst. Aber schönes Duell der beiden Piloten hier. Beides BMW zwischen Black Gamer und Robby Fox. Jetzt haben wir quasi die erste Stunde schon hinter uns gebracht. Ne? Wir sind quasi jetzt in der 12. Stunde. Liebe Zuschauer, eine Stunde voller Rennen haben wir quasi fast noch vor uns. So, Platzwechsel hier auf Platz 12 und 13. Der Black Gamer ist vorbei am Kollegen Fox. Und Raffi Nix, herzlichen Glückwunsch. Nee, doch. Einen wunderschönen guten Abend, Raffi Nix. Schön, dass du dabei bist. So, letzte Stunde angebrochen. Und es versucht sich gleich der Black Gamer hier abzusetzen. So, wie schaut es denn mit Fischi aus? Ah, Fischi hier knapp 13 Sekunden zurück. Das ist natürlich schade. Was der Kollege hier aber zurück ist. 1 Minute 50 zur Spitze. Also, dann haben wir nach vorne, haben wir 11 Sekunden. Also, jetzt hat den Gashahn nochmal aufgedreht. Das rechte Gaspedal quasi voll durch den Boden gedrückt. Und hat jetzt quasi sich Wahnsinns Vorsprung, was auch sehr, sehr gut ist, rausgefahren. So, Animales auf der 2. Dann haben wir Andrei auf der 3. Unser Matteo auf der 4, Chronic auf der 5, Reggio auf der 6 und dahinter kommt jetzt unser Kollege Anton. So, 2 Sekunden. Zweikämpfe ist im Augenblick leider etwas weit entfernt. Also die Zeiten sind jetzt gerade nicht so, dass du jetzt im Windschattenbereich wärst oder halt in Schlagdistanz. Das ist leider nicht der Fall, aber dann können wir mal unten auf die Lobby eingehen, auf die Teams eingehen. Skyforce jetzt auf der 1. Noller auf der 2. Der Spee, vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke dir. Dann haben wir UMF auf der 3. Dann ist ein Gold Ox. Oh, hat er aber Glück gehabt, der Anton, dass er hier nicht wirklich nochmal raushört. So, Gold Ochsen auf der 4. Lowlands auf der 5. Und Vikings auf der Nummer 6 von der Teamwertung. Dann auf der 7 haben wir Candy Cave, die sich wieder den 7. Platz geschnappt haben von White Planet. Hammer Motorsport im Augenblick mit 14 Sekunden Abstand zu White Planet auf dem 9. Platz. Dann haben wir hier das Team Jamaika auf dem Platz 10. Die Deadpools sind wieder 11. und VML auf der 12. Ja, da wird der Abstand hier zwischen 11 und 12 schon größer. Dann haben wir das Racing Team Aachen auf der 13 und Joker im Augenblick auf der 14. So, Freunde, ich will Zweikämpfe sehen. Wer einen Zweikampf zu bieten hat, der soll bitte die Hand heben. Ich würde gerne mit einsteigen. Oh, die Zeiten sind halt echt schon gravierend groß, ne? Und selbst wenn es eine Überrundung ist, da sind wir auf jeden Fall dann mit drauf. Da sehen wir eine. Wer ist da? Ist der Animalus? Ja? Der sich jetzt quasi dran vorbei geschossen hat. Hat jetzt über 12 Sekunden Rückstand, aber das ist schon krass. Naja, dass die Leitung sich dann trotzdem nicht stabilisiert, wenn die Tochter jetzt quasi aus dem Internet raus ist. Kommt er wieder drauf an, ob der Kollege dann mit dem WLAN drin ist oder mit dem Kabel, ne? Schon krass zu sehen, aber Leitung hält. Hab schon anders erlebt, da wurde es nicht ganz so hart.
von den Bugs hier oder von den Lecks her, ne? Und dann waren ratzfatz, war weg. So. 202er Zeit. 13 Sekunden und 4 Sekunden Vorsprung. So, Andrei. Auf der 3. Meinst du auf der 4, Chronic auf der 5. Und bleiben wir doch mal hier. Es sind 2 Sekunden nach vorne und nach hinten. Und wir gehen noch mal in das Fahrzeug mit rein, in den BMW hier mit innen rein. Hier sieht man eine wunderschöne Innenausstattung bestehend aus nichts. Eigentlich ein Armaturbrett, wo eigentlich nichts drauf ist, außer die Anzeige. Quasi das Cockpit. Links und rechts siehst du ein bisschen Carbon, ein bisschen Überrollbügel. Und dein Race Logic auf der rechten Seite, was mir jetzt einmal nicht sehen, aber das auch da ist. Das ist quasi das ganze Interieur. Dann der. Danke. Denker 52. Vielen, vielen Dank. Und Bud Spencer, auch dir. Vielen, vielen Dank. Willkommen bei Corsa 97 Gaming. Nimm Platz im Rennstuhl. Genieß den Abend noch hier beim Finale der GTIC. GTIS. Bei der GT Endurance. Oh, hier haben wir gesehen. Hier fährst du quer, siehst du mehr. In dem Fall hat er kurzzeitig mehr gesehen. Die Fliegen haben sich an den Seiten gefreut. Sie hat mal einen anderen Blickwinkel der Straße gehabt. Ja, da hat er ein bisschen zu viel gehabt. Und dann kam der Pendler. Dann kam der Wheelspin quasi. Und der Drift war jetzt nicht besonders lang. Aber es war zumindest einer. So. Der Vorsprung wird definitiv kleiner. Wir haben nur noch 1,4 Sekunden Vorsprung. Und es wird jetzt bald, denke ich mal spätestens in 2 Runden, wird es dann soweit sein, dass wir die beiden, den Maesteo und den Chronic hier erleben werden in einem Duell. Also, hier sieht man auch noch ganz schön 0,5 Sekunden Unterschied zwischen Noller Racing und UMF. Also UMF, nein, jetzt ist gerade umgesprungen. UMF ist im Augenblick auf Platz 2 der Gesamttabelle. Ist im Augenblick auf Platz 2. Wie gesagt, einfach nur ein Interview, das wäre, wenn wir mit dem Rennen fertig sind, sind wir dann natürlich vorläufig erstmal mit dem Ergebnis. Na, wie gesagt, im Hintergrund wird noch gearbeitet. Die Kollegen der Orga werden dann quasi alles zusammenrechnen und werden uns dann quasi die Plätze sagen. Und da würde ich auch, wenn Leon du zuhörst, Leon, ob ihr mir dann Bescheid sagen könnte, wen ich dann quasi einladen darf und kann dann zum Interview. Ich dachte, wenn das nicht wollt, ist auch kein Problem. Ich dachte, ich biete euch an. Das sind einfach eure Eindrücke heute vom ganzen Event. Würde auch mir gefallen, wie ihr dazu steht oder was ihr davon haltet oder was im Endeffekt auch für die Orga einfach mal eine Rückmeldung und Feedback davon zu bekommen, wie das Event quasi für euch so war. So, jetzt sind wir gleich hier im Windschattenbereich. Seit konstant 201er Zeiten musst du auch schaffen, hier konstant so zu fahren. Na, gleiches Material, ist immer schwierig, dann am Kollegen vorbeizukommen. Dann gehen wir mal nach hinten. Dann hier mal den Anton, der immer noch auf Platz 7 rumrührt quasi. Hat er den Boxenstopp quasi ja schon gemacht. Versucht ihn vielleicht den Undercut zu machen, dass er jetzt vielleicht den Animalus weg hat. Ja, vielleicht haben sie ihre Strategie umgestellt. Er hat gesagt, das sind aber so kleine Spielereien. Man weiß es nicht, ne? Deadpools liegen im Augenblick auf Platz 11 in der Gesamttabelle. Ja, 2,6 Sekunden. Jimmy, halt, da sind wir. Jimmy 5,3 zu 5 beim Eschi. Ja, immer noch Platz 9. Auch wieder konstant. Der Wahnsinn. Der fährt das Ding bis auf die Sekunde fast gleich. 201-200, 201-479, 201-437. Das ist brutal, weil wie konstant der fährt. Das musst du aber auch erstmal so hinbringen, dass es wirklich so konstant fährt. Also es ist echt auch ein Können, muss man aber wirklich sagen. Ja, ganz geil. Sehr stark vom Eschi, auch wenn er jetzt nicht nach vorne kommt. Aber solche Zeiten sind echt gigantisch. Da habe ich echt allen Respekt und ziehe meinen Hut quasi davor. Für solche Zeiten.
So, Haupt auf Platz 10. Die Wikinger ziehen quasi durch Australien. Und jetzt ist Animalus in der Box. Er hat kaum einen Sprit mehr drin gehabt. Animalus ist drauf. Und André ist schon vorbei. Itzo, vielen, vielen Dank für dein Follow. Danke dir. So, André, jetzt vom Joker Racing Team, ist jetzt auf Platz 2. Ja, für die ist natürlich schade. Die sind leider in der Tabelle etwas weiter hinten. So, Masteo ist jetzt auch drin. In der Box. Und jetzt beginnt quasi die nächste Phase der Boxenstops. Kann auch schon rennentscheidend sein. Ja, Itz hat im Augenblick 18 Sekunden Vorsprung. Das ist ein Wort. Love and Peace. Quasi. So. Aktuell ist von der Organisation das beste Event. Besonders gefällt mir das konsequente Handeln. Das ist doch mal ein Lob und damit kann auch die Rennleitung was mit anfangen. Konstruktive Kritik. So muss es dann, auch wenn was nicht so mal so gut läuft, aber ich finde, es ist ein richtig gutes, organisiertes Event. Wirklich mit echt guten Leuten. Ich sag, wo wir gestern die Streamer-Besprechung gehabt haben, war echt, echt richtig auf den Punkt ist es gebracht worden. Wir haben auch nebenbei geschätzt, so ist es nicht. Klar, ein bisschen lockert muss drin sein, aber passt das? Hat da noch jemand einen Einwand oder gibt es hier noch irgendwas? Und dessen Kommunikation miteinander. Strafe, was? Ah, sieh. Event, liebe Leute. Dann haben wir es hier gleich. 16 Stunden Dragon Drag Küste, Gruppe 4, Gruppe 3, Gruppe 2, Gruppe 1. 29.8. die Qualifikation. 4.9. das nächste Event der GT Endurance Series. So, vielen, vielen Dank für das Einblenden des nächsten Events. Also, wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr euch zeitig anmelden. Ja? Weil es ist relativ schnell voll gewesen, das Event. Und kam echt gut an. Und wie gesagt, wenn ihr hier nochmal sowas Geiles erleben wollt, meldet euch an, fahrt mit. Ja? Gruppe 4, Gruppe 3, Gruppe 2 und Gruppe 1. Das ist ein Brett. 16 Stunden. Wenn du da 6 Stunden lang fahren willst, dann brauchst Mahlzeit. So, Anton jetzt auf der 4. Wieder Krieg der Sterne hier. Teil Nummer, in dem Fall 3, glaube ich, war es. Ja? Aber mal, Anton hat jetzt wieder einen Gegner vor sich, den Fredger, der jetzt im Augenblick auf der 3 fährt. Und jetzt wird es aber gleich zum Überholmanöver kommen. Bleibt locker, Jungs. Nicht um jeden Preis dran vorbeiziehen, sondern es gibt unten eine lange Gerade, da kann man in Ruhe vorbei gehen. Also, wie gesagt, schreibt es euch auf, tragt es euch in den Kalender ein. Hier 16 Stunden Dragon Drag Küste. Ne? Wer erinnert sich nicht gern unten an die Hafenpassage, unten kurz vorm Tunnel, die Murtkurve quasi sozusagen, mit wie viel km/h du da durchfliegen kannst oder nicht. Sehr, sehr geil. So, jetzt gibt es wahrscheinlich gleich den Angriff hier vom Anton. Sehr geile Sache, doch, denke ich auch. So, jetzt sind wir schon dahinter und jetzt schert er schon aus. Jetzt hier mal das Beschleunigungsduell. Hier, der beiden sind auf gleicher Höhe. Die Kurve geht aber nach rechts. Da müsste der Vorteil hier noch beim Kollegen Fletcher sein. Aber Anton ist vorbei. Starkes Überholmanöver. Sehr, sehr fair. Auch mitgespielt vom Fletcher. Und so muss es sein. Schön zurechtlegen quasi den Aal. Dann schön abziehen. Und dann verzehren quasi sozusagen. Ne? Aber geil vorbereitet. Sehr gut gemacht. Überlegt auch nicht oben in den S's vorher es zu probieren. Sondern hier an einem langen, geraden Stück. So, Freunde. Wir gehen nochmal die Reihenfolge durch. Da haben wir quasi Itz auf der 1, André auf der 2. Dann haben wir den Anton auf der 3. Hier haben wir dann in Fredio auf der 4. Dann haben wir den Eschi jetzt auf der 5. Jetzt ist er endlich mal nach vorne gekommen. Ist ja klar, die Jungs fangen an, langsam an,
sich in die Box zu verabschieden. Dementsprechend kommst du dann endlich nach vorne. Dann haben wir den Animalus. Machen wir mal. Bleib mal kurz drauf mit dem Kollegen. Springt er noch? Hupft er noch? Wie auch immer, aber im Augenblick scheint das Auto. Nee. Es macht, was es will. Hier auf Platz 6. Dann haben wir den Chronic auf Platz 7. Dann haben wir den Masteo hier auf der 8. Den Haupt auf der 9. Den Jimmy auf Platz 10. Fischi auf der 11. Unser Boss hier auf der 12. Robbie Fox hier auf der 13. Und Black Gamer auf der 14. Also, hier bleiben wir gleich mal drauf. Zwei Sekunden Strafe hier. Weil er mal kurz in den SS hier mal nicht so gefahren ist, wie es die Rennleitung sieht. Und dadurch gibt es gleich hier die Strafe aufs Brett. So. Na, verklickt. Jetzt rein. So, jetzt kommt gleich das Überholmanöver hier vom Kollegen Black Gamer. Beide auf gleiche Höhe. Ja, 2 Minuten. Ja, kann ja mal vorkommen oder so. Nimm's doch nicht so ernst. Legst du natürlich wieder auf die Goldwaage, Neubi. Wegen dir muss ich schon kalten Kaffee trinken. Mann, so. Platzwechsel hier auf der 13. Position hier. Black Gamer vorbeigezogen am Robbe. Der baut jetzt natürlich seine Strafe ab. Seine 2 Minuten Strafe. Ha? Ja, ich weiß. Ich ja selber. Ja, natürlich. 2 Sekunden hat dann noch abgebaut. Dementsprechend verliert er ja jetzt auf dem Black Gamer. So, Freunde. Jetzt haben wir hier quasi ein schönes fahrerisches Duell. Geht aber nicht um die Platzierung, weil einfach zu weit auseinander. Aber hier sehen wir den Kollegen Itz und den Kollegen Boss. Boss kann es ja. Es hat er ja quasi im 3. Stint bewiesen. Da war er ja bei mir auch mit auf dem Kanal. Er kann ja die Zeiten gehen. Aber hat leider zu viel Fehler drin. Und jetzt hat er leider auch am Anfang gleich wieder ein Problem gehabt. Und deswegen ist er zu weit hinten. So, jetzt hat wieder hier der Kollege Itz einen Gegner hinter sich, der wo wieder sakrisch schnell ist, ne? Und das kann dir doch dermaßen auf den Zeiger gehen, glaube ich. Ne? Wenn dir permanent einer, der wo echt dein Niveau hat, ne? Dir immer hinten dran hängt. Macht aber auch Bock. Muss ich sagen, macht aber auch Bock. Wenn du so mal richtig fighten kannst, erst für uns Zuschauer ist es geil, für uns Moderatoren ist es natürlich sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut, dass wir was zum Kommentieren haben, ne? Und die Spannung wird dementsprechend auch hochgehalten. Das Adrenalin von den Fahrern ist natürlich auf einem gewissen Level. Das dann natürlich auch dich noch weiterhin nach vorne treibt und weiterhin zu pushen. Oh, Fehler hier. Fehler hier vom Is. Ah, dadurch wird gleich der Kollege Boss hier mal den Dampfhammer auspacken. Hier den R35 hier mit V6 Motor. Und was ich immer noch klasse finde, ist der Kollege Boss. Warte mal, wo haben wir denn? Auf der 12. Da sind wir zu Hause. Hier, jetzt probiert er sogar die Zurücküberrundung. Da der Kollege Boss. Ne, probiert es nicht. Fährt mit Controller. Er fährt jetzt fast 1,5 Stunden. Fast 3,5 Stunden. So, hier. Bam, 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 bam. Na? Werde fast. Oh nein! Und hier wieder ein kleiner Fehler, ein kleiner Pendler. Das schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Naja, ohne Traktionskontrolle. Na, er fährt ohne Traktionskontrolle. Dann noch mit Controller. Da gibt es halt nur entweder A oder B. Na? Aber Wahnsinn, was das hier. Ich möchte echt wissen. Und ich frage ihn an, wirklich mal, wie seine Hände ausschauen. Wie. Entweder fährt er mit Boxhandschuhen oder irgendwas, dass er seine Finger nicht die ganze Zeit belastet. Ich weiß es nicht. Also, sehr, sehr geil, was hier die Leute. Das sind wahrscheinlich die wenigsten hier. Von den. Nein, nicht schon wieder. Nein. Ach, Jimmy, sag doch was deinem Kollegen. Er soll noch langsam machen. Jimmy, Jumbo, bitte. Ne? Er kann's doch, aber er. Ah, Mann. Schade. So, wir haben eine neue Bestzeit, liebe Zuschauer. Neue Bestzeit haben wir von unserem belgischen Kollegen, der auf Platz 6 ist hier. 1,59,955 hat der BMW-Pilot von Loundless
hier die schnellste Zeit für sich gepachtet. Ja, mit dem BW im 6. Allein unterwegs, hat er auch ganz alleine geschafft, die Zeit. Naja, hatte keinen Windschatten, kein gar nichts. Und fährt hier eine 1,59, 9,55. Also er hat sich eingegroovt. Naja, knapp eine halbe Stunde quasi, Pi mal Daumen. Halbe Stunde. Na, 20, gut, knapp 20 Runden haben wir noch zu gehen. Hier. Beim Finale. Also, ich finde schon klasse, was die hier wirklich auf den Asphalt noch zaubern. Hat aber, wenn du singst, hast du die schnellste Rennrunde in der Tasche. Im Augenblick zumindest hast du aber 50 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Na, das ist dann trotzdem krass. Schauen wir mal nochmal. Er hatte zwar gute Zeiten, aber er wird keine schnellere Runde werden. Ne, 201. Na, fast 2 Sekunden langsamer. So, wir schauen auf unseren führenden 22 Sekunden. 22 Sekunden hat er Vorsprung. War das hier gerade ein Überholmanöver? Ich glaube ja. Nee. Irgendwo habe ich da glatt einen Platztausch gesehen, aber es war nicht. So, Kollege Animalos hat immer noch das Problem, dass er hupft wie ein Känguru. So, also, jetzt ist er immer noch auf der 1, 22 Sekunden vorm Anton. Anton wieder auf der Nummer 2. Rancher ist auf der Nummer 3. Na, haben wir hier quasi das Duell mit Hermann Motorsport, aber wie gesagt, kein Platzduell, sondern einfach ein Duell hier auf der Strecke. Und so einfach wird der Kollege, der Gamer, den Platz nicht hergeben, weil er fährt ja auch sein eigenes Rennen und von dem her Feuer frei und gib ihm. So, dann haben wir einen Eschi. Ja, hier sind wir zu Hause. Hier Eschi und der Animalus. Na, Animalus ist hier auf der Nummer 6 und jetzt fährt er quasi wieder durch und schwieriges Thema. Na? Schwieriges Thema. Also ich kann es nur aus Sicht des Streamers eben sagen, dass es halt einfach krass ausschaut. Ich weiß ja nicht, wenn du selber im Fahrzeug bist und dann der kurzzeitig an dir vorbeifliegt, weil er ein Leck hat, wie das dann ist. Na, Duell hier jetzt auf Augenhöhe. Bremst runter und Animalus ist vorbei. Der Platztausch hier, Animalus jetzt auf der 4, der Eschi auf der 5. Einfach ist es definitiv nicht. So, der probiert den Konter nochmal zu setzen. Schade. Okay. Wieso, hast du ein Disconnect gehabt? Und wenn ich fragen darf, wo? Go for it, Masteo. So, hier kommt der Konter vom Eschi. Nee, Konter kommt noch nicht. Okay, gar kein Netz gehabt. Wäre eigentlich den letzten UMF-Stint gefahren. Ah, das ist natürlich echt, echt schade. Ja, im Augenblick habt ihr ja einen Platz unter den ersten drei. Ihr seid quasi auf dem Stockerl im Augenblick. Aber das ist halt echt, echt nervig. Bist du dann heute überhaupt gar nicht gefahren? Wenn ich fragen darf. Oder hattest du heute schon einen Stint? Schauen wir nochmal aufs Handy, ob dann eine... Nö. Gab bis jetzt keine Einladung. Müssen wir dann noch mal schauen. So, wie gesagt, Platz 5. Ne, wäre den letzten... Ach, ist doch... Schade. Wie gesagt, das nächste Event kommt. 29.8. die Qualifikation. Wird dann noch unter das Event. Also haltet euch bereit. Macht euch damit befasst, dass es wieder ein neues Event geben wird. So, André haben wir auf der 7202 Zeiten. Dann haben wir den Masteo, der 1,4 Sekunden hinterm André ist. So, Fredjo jetzt in der Box mit nichts an Sprit, also nichts. Und
Und hier haben wir noch 1,2 Sekunden für den Masteo. So, auch in der Box ist der Kollege Eschi. Und hier bleiben wir mal drauf, hier bei 1,2. Und hier neue Zeitenverbesserung, private Zeitenverbesserung für den Kollegen Masteo. Hier 2 Minuten 01250 in der Runde 37. So, nochmal Zeitenverbesserung. Wird es jetzt hier gleich zum Zweikampf kommen. Hier knapp eine Sekunde. Blaue Flagge wird geschwenkt, aber die wird die ganze Zeit schon geschwenkt. Na? Jetzt könnte er rankommen. Na, da fährt er ein bisschen anders. Und dann wird die Zeit schon etwas gestreckt natürlich. So, Reggio ist raus aus der Box. Dann sind wir beim Eschi. So, dann gehen wir doch mal rein in den Opel, hätte ich gesagt. Also Mercedes, AMG, HTP, Motorsport quasi vom Eschi hier. 8,5 Sekunden quasi, war ja aus der Box erst raus. Und 16 Sekunden hier, die Unterschiede nach vorne und hinten. Er hat im Augenblick leider keine Konkurrenz. Dann unsere Bob-Mannschaft hier wieder. Unser Jimmy. Mit 201,252. Hier auch konstante Zeiten wieder. Ja. Ah, keine Zeitenverbesserung für ihn im Augenblick. Aber konstant. Aber knapp 16 nach vorne, nach hinten ist halt schon ein Brett, ne? So. Da sind wir mit unseren Fischi, Fischi. Ja, feine Fischi, Fischi. Der Fischi hier von Nolla Racing 201, 201, 201, 201, 201. Also, konstant auch bei ihm die Zeiten hier. Nolla Racing im Augenblick auf Platz 3. Haben 23 Sekunden, knapp 24 Sekunden auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Also, das wird schon schwierig zu werden, dass sie da eventuell noch an UMF vorbeikommen in der Tabelle. Ja. Aber wie gesagt, die Jungs geben alles. Schauen, dass sie hier vorbeikommen. So. Dann sind wir hier beim Haupt. Der gerade überholt wurde wahrscheinlich. Ne, da war er schon vorbei. Haupt im Augenblick Platz 10. Hat aber hier quasi den Kollegen Itz hier vor der Brust. Sucht ihn jetzt über zu überholen. Ja, der Lexus wird quasi wieder zurück überrundet. Also sprich, hat jetzt wieder quasi ein Plus-Minus. Und jetzt andere. Und das finde ich auch gut. So ist egal, ob einer Erste oder Zehnte ist. Ja. Ah. Deswegen. Jetzt geht jetzt in die Box. So, dann gehen wir hier nochmal zu GPRSR. So, beim Boss. Ah, wenn der immer seinen Schlenkerer macht, ne? Also Schlenkerer ist bei uns in Franken, ist das quasi die Hin- und Her-Bewegung. Dann wird es mal manchmal schön im Himmel Angst. So, dann haben wir hier Nummer 13, den Gamer und den Kollegen Robby Fox. So, wie schaut es denn vorne aus? Anton auf der 1 im Augenblick. Der Kollege Itz steht noch in der Box. Dann haben wir hier unser Hoppelhäschen, hier unseren Animalus, der im Augenblick auf der Nummer 2 rumfährt oder springt oder wie auch immer. Dann haben wir hier, ja, jetzt ist er vorbei. Animalos ist quasi Zweiter. Jetzt ist hier der Kollege Itz auf der 3. Jetzt bin ich mir gespannt, die Konstellation, wie das hier wird. Bei Boss ist Case und Lexus. Ja. Das ist richtig Jumbo. So schaut es nämlich aus, ne? Ja, vielen, vielen Dank für nochmal 300 Bits. Vielen, vielen Dank. Danke dir. So, jetzt bin ich gespannt, wie sich gleich das verhalten wird, weil vorhin, wo die beiden im Clinch waren, der Kollege Anton und Animalus, hat, glaube ich, der Anton irgendwann langsamer gemacht, weil
Du willst dein Fahrzeug nicht beschädigen, du willst es ja ans Ziel retten irgendwo. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es beim Itzo ist. Wie gesagt, der Platz ist ja 2 und 3. Also müsste ja eigentlich das Gaspedal voll durchdrehen. Frage ist halt, was magst du? Ach, der Boss macht das schon. Muss er heute eben nach 4 Stunden Kontrolle die Hände über der Decke lassen. Ja, jetzt darf sich Itzo richtig. Nee, Jumbo. Der Boss muss erst einmal seine Hände in Palmolive tauchen, ne? So, jetzt lässt er ihn vorbei. Sehr, sehr schön. Hat er eine Strafe oder was ist mit einem alles los? Da ist auf jeden Fall jetzt der Autopilot drin. Ne, Strafe. Ja, schaut jetzt irgendwie komisch aus. Das scheint doch. Ja, jetzt soll er. Oder nicht? Oder wie? Die Tücken des Alltags. Jula Leischig, bitte melde dich. Keine Ahnung. So. Anton jetzt in der Box. Jetzt ist dadurch wieder Itz auf der 1. Dann haben wir, wie gesagt, Animalus auf der 2. Dahinter ist jetzt der Chronic. Chronic jetzt auf der 3. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und jetzt kommt hier auch der Kollege Anton raus. Jetzt haben wir ein Feuerwerk der Gefühle, meine Freunde. BMW, Mercedes und BMW. Ein Sandwich eines deutschen Herstellers, der hier mal in Australien stattfindet. Jetzt bin ich gespannt. So, wir gehen auf den Chronic und gehen natürlich nach hinten und schauen uns das Ganze mal von hinten an. Dann sehen wir nämlich beide. Ja. Oh, mach langsam, Chronic. Hier, Fahrfehler. Ja, beim Animalus schaut es so aus, als wäre er eigentlich DJ vom Beruf. Er lässt sein Auto immer im Kreise drehen. Na? So, oh, da gehen wir mal nach vorne und links, rechts, vor, zurück. Das macht Spaß, das bringt Glück. Alter. Es ist hart, es ist echt... Alter. Ja, schauen wir mal. Also, ich weiß ja nicht, ob er entzieht oder nicht. Oder jetzt wäre er eigentlich vorbei gewesen. Ich muss echt umschalten, ey. Da dreht's dir doch fast den Magen rum, meine Freunde. So, Chronic gibt alles. Ja, ich denke mal schon. Wir haben ja noch ein bisschen. Ich denke mal, ein Stop könnte noch drin sein. Könnte noch. So. Dann sind wir hier beim André. Oder André. Kommt davon, wie du es aussprichst. Die GTX werden auch immer schlimmer. Right. Radical Racing rated mit 7 Personen. Vielen, vielen Dank, Marvin. Willkommen, Freunde, beim Finale der GTES. Na, 12 Stunden Stream haben wir heute gehabt. Mit 6 verschiedenen Streamern, mit 2 Lobbys. 12 Stunden lang sind wir fast unterwegs. Wir haben noch, wie gesagt, um 14 Runden zu gehen, meine Freunde. 14 Runden. Und schön, dass ihr dabei seid. Nehmt Platz. Nehmt euch was zu trinken. Ausrufezeichen Kaffee. Und macht's euch bequem. So. Dann Fredju auf der 7, 13 und 10 Sekunden. Beim Aishi, der hat sich jetzt auf dem 8. eingereiht. Wie schaut's beim Haupt aus? Haupt 45 und 5. 45 und 5,8 Sekunden. Ne? Er geht ab vom Jimmy. Jimmy scheint... Ja, gerade durch die SS bringt er immer ein bisschen Zeit. Und dann sind wir hier beim Boss. Ja, das... Es ist schwierig. Das Lenken ist echt anstrengend als Fahrer. Und als Zuschauer aber passt schon. Alles easy. Servusla. Ja, Servusla klingt nach einem Franken. Just ahead. So, oh ja, aber Anton macht einfach weiter, Maschine. Ja, das ist klar. Jetzt ist aber auch vorbei. Schauen wir mal, aber hier. Na, mach mal eine Taste, du nicht? Doch, jetzt ist er. Ist aber auch eine super Defensive. Ja, ja, ist schon vorbei. Und jetzt geht's ja da nach vorne hier. Jetzt haben wir wieder unsere Freunde, Ladies and Gentlemen. Jetzt geht's wieder ab. Kommen Sie ran, hier werden Sie beschissen und beglaubt wie nebenan. Und jetzt geht's hier zur Sache. Ach, sag mal, bist du Franke oder was? Ja, logisch. Ah, danke dir, Chester, für
Wieder ein Follower. Ja, logisch. Ein Franke. Franke mit G, bitte. Hey. Yo. Na, Marvin, wie war euer Rennen? Wie war euer... euer Event quasi? Euer Rennen heute? Einfach. Servus. Ja, schau, Fahi. Ja, Glauer. Allmächtler. Wo kommst du her? Bist du Oberfrank? Halt, so rum sagen. Ein Oberfrank? Ein Mittelfrank oder ein Das ist schön. So, Freunde, jetzt ist aber der Vorsprung hier wieder angewachsen vom Itz. Und die drei machen das heute wahrscheinlich unter sich aus. Aber wie gesagt, es ist schon hart anzuschauen mit dem Kollegen Animalis, obwohl der eigentlich gut fährt. Du kannst ihn ja gerade nicht einmal belangen, ne? Aber er fährt halt einfach gut. Nur halt die Lecks. Ja, aber Itz scheint hier wieder den Kollegen im Hintergrund gespürt zu haben, den Anton. Und jetzt gibt er wieder mal ein wenig Stoff. Ne? Und... aber auch sehr, sehr geil. Also, von Chronic ist aber immer noch die schnellste Zeit. 1,59,955. Das habe ich mir gewünscht. Du, Maxi, King, da kannst, Maxi, du kannst doch gar nichts dafür. Ist doch alles gut. Ist doch super. Ich sagte, ich finde einfach die Performance, was er ja abliefert. Oberfrank, Friday, gleich ums Eck. Doch. Noch Dunkeldeutschland. Allmächtig auf Dunkeldeutschland auch noch. Ihr Liebe. Oberfrank, Bayreuth dagegen wahrscheinlich, oder? Oder Hof. So, zurück zum Renngeschehen. 1,4 Sekunden, dann gehen wir mal durch. Dann ist Chronic auf der 4, André auf der 5. Maisto auf der 6. Hof. Hä? War heute nicht immer so schlecht. Na, ich mittel. Franke zwischen Würzburg und Ansbach. Fredio auf der 7. Eschi auf der 8. Haupt auf der 9. Jimmy auf der 10. Bischi auf der 11, Boss wieder in der Box. Unser Robert Fox hier auf der Nummer 13 und Black Gamer hier auf der 14. Also Hermann Motorsport ist noch auf der 9, darf aber auch nicht mehr, dachte ich mir. Welcher Allmächtig? Naja, Allmächtig ist ja Namberg eigentlich, ne? Aber Franken sagen ja trotzdem Allmächtig. Aber wenn einer Servusler schreibt, na, dann weißt du ja gleich, was geschlagen hat. Für alle, wenn man Servusler sagt, dann weiß man eigentlich, dass diese Person aus Franken kommt. Für alle nicht Franken. So. So, auf der 8 hat es hier Platztausch gegeben. Man hat es eigentlich so weit gesehen, aber nein. Und Freunde, hier will ich noch einen Zweikampf sehen. Oh. 1,3 Sekunden. Ich glaube, die zwei werden sich wieder Ende des Rennens hier noch mehr wieder bekriegen, als sie es eigentlich jetzt schon tun. Der Abstand bleibt ungefähr gleich bei circa 1,4 Sekunden, 1,2 Sekunden. Jetzt ein bisschen weniger, aber und das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr geiles Tempo, was die beiden hier vorgeben. Ne? Wir gehen doch mal rein hier. In den Hobel. So, und lila Zeit hier. Purple Zeit. Purple Zeit, liebe Zuschauer vom Anton. Runde 44, Fragezeichen, neue Bestzeit. Oh, da kämpft er aber auch mit seinem Auto. Und wenn er noch was reißen will, muss er natürlich noch eine Schippe drauflegen. Weil es noch gut um die Kurve kommt, dann wohnst du ja fast ums Eck. Oh, Michael. Ja, was... Mikael. Neue Bestzeit, liebe Zuschauer. 1,59,810. Das Name sagt mir jetzt nichts. Habe ich bis jetzt aber auch noch nie gehört. Wo wohnt der? Also, da, es gibt einige. Der eine kommt aus... der Psycho kommt aus Würzburg, glaube ich. Aus Gerbrunn. Der andere, der Corby kommt aus Neustadt an der Saale. Dann gibt es noch den... Lakritz, der kommt, glaube ich, aus Schweinfurt oder so. Und dann gibt es noch ein paar. Der Lightningsbu. Ach so, na, der ist, glaube ich, aus Nürnberg. Jetzt weiß ich, wen es meinst. Ja, ich glaube, das ist ein Nürnberger. Also, wohnt, glaube ich, in Nürnberg. Unser
Aushängeschild in Deutschland. Jeder kennt ihn ja. TNT Lightning. Oder? Doch, TNT? Nee. Der kommt ja aus Nürnberg, glaube ich, ursprünglich. Oder ist in Nürnberg. So. Ja, auf geht's, Anton. Da haben wir jetzt die Konstellation. Jetzt wird's wieder enger. Und hier haben wir Krieg der Sterne. Teil 1 wieder, Ladies and Gentlemen. Wir werden hier wieder Richtung finale Ende gehen. Und jetzt, ja, Quersteher von den beiden, aber es ist alles noch im Grenzbereich. Also, bisschen Zeit gekostet, aber macht nichts. Aber was für ein Tempo, da ist richtig Quick Pit, da ist das Richtige. So, wir haben auf 1 im Augenblick, da ist auch die Nummer 1 im Augenblick mit Itz. Hier, Skyforce hat sie. Dann UMF ist auf der 2, Nolo Racing im Augenblick auf 3. So, jetzt, oh, da geht's hier mit haarsträubenden Aktionen hier. Was zur Sache, aber alles noch im grünen Bereich. Dann haben wir hier Goldochsen auf der 4, Lowlands Racing auf der 5, Vikings im Augenblick auf der 6. Und jetzt sehen wir mal, er will ihn inhalieren, vorne in seinem riesen Maul und hinten wieder ausspucken, aber es klappt noch nicht so weit. Dann haben wir White Planets auf der 7, Candy Cave auf der Nummer 8 und Hermann Motorsport auf der 9. So, sind wir gleich durch. Animalus jetzt in der Box. Dadurch ist Andre jetzt auf der Nummer 3. Dann Team Jamaika auf der 10. Die Deadpools hier mit Anton hier am Fahrer. Als Fahrer auf der 11. Team. Oh, hier das Überholmanöver. Nein! Und, oh, so ein bisschen weiter. Wir müssen nochmal die Replay, weil es war fast so ein bisschen zu schnell. Da hat er es probiert und da Windschatten noch und er probiert es außen. Da haben sie sich beide ein bisschen berührt. Dann kriegt er noch einen Schlag aufs Heck. Muss den weiteren Weg gehen und hat dann leider das Nachsehen, dass der Kollege Sky Wars hier weiter vorbeigeht. Mr. Freezy, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Danke dir. So, jetzt hat es ein bisschen Zeit gekostet, natürlich. Da, er muss sich wieder aus der Schräglage sich quasi befreien und ein bisschen einen Schlag bekommen. Dadurch verliert er natürlich Zeit und 1,6 Sekunden bis dann weg. Hat er gar keinen Follow? Ja, kein Problem. Lieber spät als nie. So, das war die Wiederholung von vorhin und jetzt gehen wir nochmal rein hier. 1,7 Sekunden. Ja, es war ein Überholmanöver. Es war, naja, halt, er hat es probiert vorbeizufahren. Und dadurch hat er halt dann einen ersten Rambler und dann zweiten bitte ein Problem bekommen. Ja, machen wir doch. Der Kollege ist auf der 8. Position und dann sind wir hier hell erleuchtet. Sehr räudiger Move. Naja, war von beiden nicht ganz unbedingt sauber gefahren, aber wie gesagt, es ist für beide nichts passiert und die treffen sich gleich in 2-3 Runden am selben Ort wieder. Ein bisschen Austausch gehört dazu und ich denke mal, der eine wird dem anderen auch nicht böse sein, weil es gehört einfach mal dazu. Die beiden fahren so auf einem sehr hohen Niveau, dass es einfach mal vorkommt. So, im Augenblick ist er hier auf allein auf weiter Flur. Der Kollege Masteo hat im Augenblick 5,8 Sekunden Rückstand auf Edgy. Hat aber auf dem Jamaika Jimmy. Hier 48 Sekunden. Das war ein High Life in Tüten. Jo, einen wunderschönen guten Abend und Camilo. Hast du dich von deinem Stream erholt? Hast du deine Stimme nochmal geölt? Dass du quasi hier dich jetzt in Ruhe hinsetzen kannst und zuschauen. So, gehen wir mal weiter hier zum Fischi. Fischi auch alleine unterwegs hier. 7 Sekunden und knapp 10. Haupt hat knapp 10 und 18. Beim Boss ist auf lila Zeit unterwegs. Hat jetzt endlich die 2 Minuten geknackt. Freunde, jetzt geht's endlich vorwärts hier beim GTR-Belogen. Jetzt hat er endlich den Gasfuß richtig eingestellt. Und hier 2 Minuten Zeiten fährt er jetzt. 2 Minuten 313, seine persönlich schnellste Zeit. Und wenn du jetzt. Ach, nein, noch nicht ganz. Warte mal, wir schauen gleich auf 12 und 1. Nee, dauert noch ein bisschen. Bleib mal kurz drauf auf unserem Candy Cave. Ah, hier schaut es an der Seite hier. Wie süß waren aus aller Herren Länder. Und jetzt schauen wir mal. So, Jasmin, bist du auch wieder da? Hallöchen. So, ich war
durch, musste erstmal duschen und die Stimme, wie du gesagt hast, kräftig hören. Ja, klar. Logisch, meine ist jetzt auch so langsam angeschlagen, ne? Aber macht nichts. Wir ziehen durch bis zum Schluss. So, schauen wir mal. Ah, wieder der Pendler hier vom Bossmann. Ah, das ist aber, er ist zwar ohne Traktion schnell, aber manchmal hast du den Pendler dabei und das ist das Problem, dass du halt dann... Ja, so, ich muss jetzt drei Seidler ins Kich drücken. Schönen Abend noch. Ja, Servusler und lass es dir schmecken natürlich, ne? Trink für mich ganz mit. Also sind wir bei 4. Seidler Sigi. Weißt Bescheid, Just Dad. Freue mich voll für Skyfoss. Ja, also im Augenblick ist es hier so, dass Skyfoss am Ende des 12-Stunden-Streams sich den Siegerpokal in die Hände nehmen können und dann mit dem Champagner über sich ergehen lassen können. Also Freunde, Augenblick schaut so aus. 1 Minute 2 Sekunden Vorsprung vor UMF. Schaut mal sehr, sehr gut aus. Wie kann Anton eventuell ihm den Sieg in dem Stint Nummer 6 noch streitig machen? Oder tut Skyfoss sich den Sieg am heutigen Abend auch nochmal Pädelspringe, richtig. Wer kennt's nicht? So, jetzt ist sie wieder dran, der Anton. Jetzt ist sie wieder dran. Die Lichthupe ist da, Freunde. Die Lichthupe ist da. Jetzt kommt der Angriff. Ich hab doch gesagt, sie treffen sich zwei wieder an derselben Stelle. Und so ist es. Freunde, so ist es. Komm schon, zieh. Auf geht's. Gleiche Höhe, jetzt ist er vorbei. Anton ist vorbei. Die Kurve geht nach rechts. Ja, beide. Jetzt drückt er sich wieder vorbei, weil die Kurve nach links ist. Wahnsinn. Ja, kann drin sein, definitiv. Schauen wir gleich hin. Jetzt bleiben wir hier nochmal kurz drauf. Hier kurz vor Rennende. Wir haben noch 7 Runden zu gehen. Und da, Wahnsinn. Komm, auf geht's. Anton, gib nicht auf, gib alles. Ja, also die zwei geben mir wirklich alles und so muss es auch wirklich sein. Sehr fairer Motorsport mit ab und zu mal ein bisschen Lackaustausch, das gehört dazu. So, hier auch nochmal die Einblendung für das nächste Event der GTES, Freunde. Na, 16 Stunden Dragon Trail Küste und hier der Angriff wieder. Jetzt ist er auf der rechten Spur, jetzt ist er auf innen. Ah, leichte Berührung, die beiden. Und jetzt ist er aber vorbei. Jetzt hat er sich vorbeigedrückt, Anton. Jetzt ist er auf 1. Jetzt ist Team Deadpools hier auf die Nummer 1. Also, nochmal zurück. 16 Stunden Dragon Trail Küste mit der Gruppe 4, der Gruppe 3, Gruppe 2 und Gruppe 1. 29.08. Die Qualifikation und 4.09. das Rennen. Schreibt es euch auf im Kalender für das nächste Event. Warum lässt ihr nicht vorbei? Die fahren doch mehrere Minuten hinter euch. Ich verstehe das nicht. Wie meinst du? Wen meinst du, wenn ich fragen darf? Lass dir den nicht vorbei. Die fahren doch mehrere Minuten hinter euch. Na, das verstehe ich irgendwo schon. Es geht um den Sieg, um den Tagessieg. Und warum sollen sich die beiden nicht bekriegen? Für mich geht es jetzt nicht darum, dass die beiden sich nicht bekriegen dürfen, sondern halt einfach, es geht um den Tagessieg. Und warum, finde ich, sollte man schon schauen, weil man keinen Sieg hergeben möchte. Genau, sehe ich auch so. Saubere Leistung, ganz toll. Wie gesagt, ein bisschen Dackerstausch dürfte sein. Außerdem haben wir den Abstand. Naja, Bulls viel weiter hinten in der Rangliste. Das glaube ich schon, das verstehe ich auch schon. Aber um den Tagessieg geht es doch, wenn sie erst sich rausschieben. So, schauen wir mal auf den Chronic. Ne, schaut eigentlich gut aus. So. Jetzt ist er wieder vorbei. Ne. War es nicht für der Platz und Go Anton? Keinen Sinn. Wollte gerade sagen, braucht keinen fahren. Ja, irgendwo verstehe ich's. Macht er nicht. Und Anton ist in der Box. Anton ist in der Box. André jetzt auf die 2. Er muss ja nicht mitmachen, aber das ist Racing. Na, wie gesagt, keine Streitigkeiten jetzt hier auffüllen. Wie gesagt, ich sehe es auf dem Aspekt. Ja, man muss nicht ganz so hart fahren, wenn es um den Gesamtsieg geht, aber man darf doch racen, wenn es um den Tagessieg geht. Und da würde ich auch
versuchen zu fahren. Es sind ja, die beiden sind ja gleich schnell. Ne? Also von dem her, ne? Da will ja keiner nachgeben. Aber ich finde es okay. Es ist hart, es ist wie beim Fußball, wenn es nochmal umhaust. Aber es ist nicht unbedingt unfair. Und das ist okay, finde ich. Das ist Racing. Und es macht auch trotzdem beiden Spaß. Ja, und darum geht es ja doch auch einfach. So, André ist jetzt auf der 2. Anton ist rausgekommen auf der 3. Dann haben wir unseren Kollegen Animalus. Ne, der schiebt sich immer noch von links nach rechts, von rechts nach links und hin und her. Fredju ist, Entschuldigung, da, Fredju ist dahinter. So, also bitte nochmal aufschreiben hier, das letzte Mal wahrscheinlich für heute. 16 Stunden Dragon Drag Küste. 9.8. und 4.9. So, Anton drückt nicht zum Dritten. Also ein Gegner richtig in die Wiese. Wie gesagt, wenn er das als faul empfindet, reicht es einfach ein. Die Kommission schaut sich das dann an und bewertet dann, ob es eine grobe Unsportlichkeit war oder nicht. Und damit ist es doch okay. So, Freunde. Der Eschi hier auf Platz Nummer 6 ist schon auf die Wiese gedrückt. Drive to Dragon Trail. Wo, with Vivian? Okay. So, hier sehen wir den Eschi. Für mich ein schönes Rennen, was er fährt, aber leider irgendwie keinen Zweikampf gehabt. Und von dem her finde ich es halt schade, aber trotzdem ein starkes Rennen gefahren vom Eschi. Keine Fehler gehabt, habe ich nichts gesehen. Und von daher trotzdem für ihn ein starkes Rennen gefahren. Na, muss man schon wirklich so sagen. So, wir gehen in die letzten Runden, liebe Zuschauer. Wir gehen in die letzten Runden. So, jetzt sind wir hier bei Masteo vorbei. Hier 201, 151, die vorletzte Runde. Jetzt haben wir bei 201, 307. So, der Jimmy, 202er Zeigner. Den letzten Umläufe hier unser Bobfahrer. Hier aus Jamaika quasi. Der Jimmy, nein, deutsche Flagge natürlich, aber halt Team Jamaika beziehungsweise DP Motorsport. Beide haben sich zusammengetan. Finde ich geile Aktion, dass sich aus zwei Teams hier für so ein Event die Leute zusammentun. Muss auch mal sein. So, Freunde, Fischi ist hier auf dem 10. Platz. Auch 201er Zeiten. Für mich ist es heute schon perfekt gelaufen, der letzte Stint, weil wir haben die 59.810 gesehen, also die 59er Zeiten, die wo ich es sehen wollte heute. Und die ist auch gefallen und das freut mich. Und wir sehen hier packende Zweikämpfe, starke Überholmanöver und ein sehr, sehr faires Rennen und sehr, sehr faire Veranstaltung. Na? Und ich möchte hier bitte mal im Chat ein Feuerwerk bitte für die Organisation hier abbrennen. Bitte schreibt doch mal in den Chat bitte, wie ihr das Event fandet. Das hier Lob von der Organisation für diese geile, richtig coole Veranstaltung hier. Es hat alles geklappt. Sehr, sehr geil und vielen, vielen Dank. Und ich ziehe meinen Hut hier vor der Organisation rum um Prippe, Leon, wie sie auch alle heißen. Entschuldigung, wenn ich jetzt die anderen jetzt hier nicht genannt habe. Vielen, vielen Dank für dieses super geniale Event am heutigen Samstag. Na? Wenn ich das nächste Mal eingeladen werde, würde ich gerne wieder mitmachen. Also von daher Chapeau und vielen, vielen Dank. So, Freunde. Wir gehen nochmal durch. Eins ist jetzt der Itz. Ist auf Position Nummer 1. 20 Sekunden. Anton auf 2. Ich denke mal, er war in der Box nochmal drin. Irgendwie hat nochmal langsam. Genau. Spammt den Chat zu. Macht ihn bunt. Vielen, vielen Dank dafür. Na? Animalus hier auf der 3, also der Stockerl wird hier eventuell durch Animalus, also dass das sich leider hält, das ist echt ein wundermordiger Abend bis jetzt. Dann müssen wir auf Holzkopf hier, dass das so durchgeht, also wahnsinnig stark. Dann haben wir Fredji auf der 4, dann haben wir den Kollegen André auf der 5. Geiles Rennen, super Stream, vielen, vielen Dank. Respekt an alle Beteiligten, genau. Genau, Daywalker, sehe ich auch so. Dann haben wir den Eschi auf der 6.
Dann haben wir Mateo auf der 7, Chronic auf der Nummer 8, Jimmy auf der 9, Fischi auf der 10, Haupt auf der 11, Boss auf der 12, aber hier mit Zeitstrafe. Ah, sehen wir aber gleich im Hintergrund den Kollegen Itz. Die beiden haben sich aber auch schon öfters bekriegt. Und dann sehen wir hier trotzdem zwei Jungs, die echt hier auf gleichem Niveau sind. Na, Lichtung bekommt ihr schon vom Tabellenersten hier von Skyforce. Sehr, sehr geil. Aber natürlich lässt sich hier der Kollege Boss hier nicht einschüchtern, weil der weiß, hey, der Mann ist schnell, aber ich bin auch schnell. Also warum soll ich ihn vorbeilassen? Na, er braucht dann nicht mehr alles riskieren, der Itz. Hier drei Runden vor Schluss. Im Augenblick hat er 18 Sekunden Vorsprung. Und in der Teamwertung sind sie natürlich auch sehr, sehr weit vorne. Der Sieg sollte ihn eigentlich nicht mehr zu nehmen sein. Sollte. Steht immer noch ein Fragezeichen. Es ist immer noch die Möglichkeit, dass was passiert. Ja, Maxi Gang, kriegst du. Wo sind wir denn? Das war der... Okay, mal noch mal, schauen wir mal, wo sind wir denn? Wo haben wir denn? Hä? Bin ich jetzt blind? Wo ist er denn gewesen? Jetzt? Ne? Halt. Hat er denn jetzt? Jungs, Entschuldigung. Ah. Fischi war's. Entschuldigung, Fischi war's. Ja, da sind wir jetzt bei Jimmy und beim Kollegen Fischi. So, offizielle Zeit ist eigentlich rum, also der Stint ist eigentlich vorbei, aber wir fahren natürlich fertig. Wir wollen natürlich wissen, wer den Tagessieg am heutigen Abend einfährt. So, 1,7 Sekunden, jetzt setzt er sich kurzzeitig ab vom Jimmy. Und dann gehen wir doch mal beim Jimmy schnell in das Fahrzeug. So. Da sind wir beim Mercedes vom Jimmy drin, der jetzt aber Zeit verliert. Ja? Der jetzt aber Zeit verliert. Ah, ja, sehr gut um die Kunde. Kann knapp werden um Platz 3. So, schauen wir doch mal. Aber gleich mal, wenn unten die Bildtabelle durchläuft, dann sehen wir es nochmal und schauen mal an, was UPM und die Kollegen von Noller Racing hier so anstellen würden. So, also, es sind aber 25 Sekunden Unterschied zwischen den UMF und Noller Racing. Und dann müssen wir noch abwarten, wie dann 7. Platz ist im Augenblick Maestro. So. Und dem Kollegen von Fischi auf der 9. Das könnte knapp werden. Das könnte wirklich knapp werden. Anton macht Zweiter zumindest. Los, nicht ihm reingepackt. Ja, es war schon trotzdem schwierig. Also 29 Sekunden hat er hier auf meinen Kollegen Chronic. Und dann ist der Maestro noch einmal. Ja, das könnte eventuell, wird wahrscheinlich für UMF hier hinauslaufen, dass die den zweiten Platz halten werden. So, wo sind wir jetzt? Aber Zeitstrafe hier beim Kollegen. Beim Kollegen Itz hier 2,5. Das juckt ihn aber, glaube ich, auch nicht mehr. Na, Anton fährt jetzt alleine und ich denke mal, Anton fährt jetzt seinen Stiefel runter. Hat ja jetzt über 3 Sekunden noch Vorsprung und wenn er hier noch ein bisschen zulegen muss, dann kann er das ja noch machen. Animalus, wie gesagt, hier auf der 3. Also auch sehr, sehr stark gefahren vom Animalus. Na? Rissi, hallo. Schön, dass du da bist. So, Fragio auf der 4. Also auch hier starke Performance. Ja. Ach, Fische gehört zu dir. Rissi, da müssen wir doch mal fragen, hast du den Fischi dir geangelt? Ja?
kleiner Schatz am Rande. So, hier geht's nochmal zur Sache. 38 Sekunden hat quasi der Kollege Matteo auf die Spitze. 55. Runde und ich denke mal, wir bleiben hier drauf. Oder? Gibt es hier noch einen Zweikampf? Dann werden wir hier nochmal rein. Die Zeit wird aber knapper, Freunde. Die Zeit wird knapper hier bei Kollegen. Nee, nicht ganz. Okay. Alles klar. So, Rubel Schlunz, vielen, vielen Dank für den zweiten Monat. Danke dir. Wo muss man dich hier melden für das Event am 9. Podracer? Schau mal bei der GTS Discord-Seite. Ich gehe mal stark davon aus, dass da schon was sein könnte. Ich habe selber noch nicht reingeschaut. Mache ich dann mal. Distant, vielen, vielen Dank für den Follow. Danke dir. Hobel! Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Vielen, vielen Dank. Danke dir. Mann. Da schrecke ich immer so. Bin ja gar nicht gewöhnt. So, Freunde. Machen wir mal fertig, der Kerl. So, letzte Runde, Freunde. Letzte Runde. Wir gehen die letzte Runde mit rein. Hier, GTS. Yes, hier, letzte Runde. Wir geben nochmal Vollgas. Macht nochmal Lärm hier im Chat, bitte. Gebt einfach nochmal. Hello, my friend. My name is Corsi and welcome to my Twitch channel. So, hier, letzte Runde. Hier sind es nur noch 8 Sekunden. Und ich denke mal, der Vorsprung wird für Anton Langen, dass er hier das ins Ziel rennt. Dann Animalus ist noch auf der 3. Dann haben wir Fredju auf der 4. Andre auf der 5. Dann haben wir Eschi auf der Nummer 6. Matteo auf der 7. Dann ist Chronic auf der Nummer 8. Fischi auf der 9. Hier die Angel ausgeworfen. Na, Fischi? Dann auf der 10 unser Jimmy, auf der 11 unser Haupt, der Boss auf der 12, Black Gamer auf der 13 und Robbie Fox hier auf der Nummer 4. Der macht mich fertig. Der macht mich fertig, ey. Vielen, vielen Dank, Hubel Schlunze. Vielen, vielen Dank. Aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der macht mich fertig. Der macht mich fertig. Aber ruf mal Boss an und sei und dass er, was er, dass ihm das seine Hände tun soll. Jo, sage ich ihm dann noch. Mach er. So, Freunde, die letzten Meter hier bei unserem Event, bei unserem 12-Stunden-Event. Ich bedanke mich bei allen schon mal. Küsschen geht raus an die Community, dass ihr alle da wart. Dass es so lange durchgehalten, 12 Stunden ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Bei vielen, die mitgefahren sind, war das ein richtig geiles Event. Danke nochmal an die Orga, an alle. Hier nochmal der Drift hier. Schaut euch an, in den letzten Zügen sauber gefahren. Einen herzlichen Glückwunsch an Skyforce Racing Platz 1. Nummer 2 geht heute an Anton. Dann kommt Animalus hier auf der 3. Anton hat die 2 für sich gepachtet gehabt. Was für ein Rennen. Fredju noch auf der 4. Dann sehen wir hier Andrei. Muss noch ein bisschen. Ja, 5 für Andrei. 6 kommt hier der Eschi übers Ziel. Dann haben wir bei Matteo die Nummer 7 gleich. Fährt hier in den letzten Zügen hier. Und herzlichen Glückwunsch, Freunde, an Matteo. Der Chronic hier kurzzeitig hatte die Bestzeit gehabt. Hier fährt hier auf den letzten Metern. Geil. Also, Rubbelstunze, du bist nicht ganz dicht. Ganz ehrlich. Aber vielen, vielen Dank. Weiß ich echt zu schätzen. Danke dir. Vielen, vielen Dank. So, Platz 8 für Chronic. Dann kommt unser Fischi. Auf geht's. Liegt hier der Jimmy. Wir sehen hier noch einen packenden Zweikampf zum Schluss. Jimmy
Jimmy und Haupt, Ladies und Gentlemen. Jimmy und Haupt sehen wir in den letzten Zügen noch. Wer wird von den beiden hier 9. und 10. und 11. Fischi ist aber auch noch mit dabei. Also, Jungs, gibt alles. Komm, Fischi, bleib vorne. Gibt's hier noch eine Überholmanöver? Ich weiß. Ja, komm, Fischi rennt ins Ziel und dann wird Haupt hier 10. Fischi wird 9. und zum Schluss Jamaika. Jimmy, Wahnsinn, Jungs. Dann kommt hier auf dem 11. Platz 12. Ja, hier auch nochmal der Drift machen, langsam. Wahnsinn, ey. Auf dem 12. kommt der Boss. Ja, ich glaube, den tun seine Finger so richtig weh. Na, erstmal ein Eis tunken, erstmal in die Eistonne und dann nochmal schön hier in Palmoliv. So, herzlichen Glückwunsch an unseren Boss hier auf Platz 12. Der Black Gamer hier auf Platz 13 und Robbie Fox auf der 14. Wahnsinn, Leute. Ich finde es so geil. Ich finde es ja so geil hier. Wahnsinn. Sieg. It's hier. Eine Position verbessert. Geiles Rennen hier. Geile Zweikämpfe. Starke Zweikämpfe. Hier, ich lese euch nochmal das Rennergebnis vor, Freunde des geliebten Motorsports. Also, wir haben auf der 1 unseren Kollegen Itz. Dann haben wir den Anton auf der 2. Ali Manus auf der 3. Fred Judy 4. André auf der 5. Eschi auf der 6. Matteo auf der Matteo, ja genau. auf der 7. Dann haben wir Chronic auf der 8. Fischi auf der 9. Haupt auf der 10. Jimmy auf die 11. Boss auf die 12. Black Gamer auf der 13, Robbe Fox hier auf der 14. Wahnsinn, was für ein geiles Event. Na? Wahnsinn, also es ist unglaublich, Freunde. Ich fand es ein perfektes Event. So, und jetzt, wer es noch nicht gesehen hat. Willkommen in meinem Studio. Also. Hier aus meinem Fahrzeug. Vielen, vielen Dank an alle. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob hier ich hier irgendjemanden hier an die Place bekomme. Daywalker, vielen, vielen Dank. Na, da habt ihr auch mal mein Studio gesehen, quasi mein Auto. Ich kommentiere aus dem Auto raus. Hier, wie viele machen, wenn sie unterwegs sind. Wir schauen mal hier, ob hier eine Partyanleitung kam oder irgendwas. So, darf ich mal fragen an die Orga, an die ganzen... Danke dir, Eschi, für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Starkes Rennen. Darf ich mal fragen, wer von der Rennleitung da ist und wer von dem Team noch da ist? Danke dir, Wusti. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Bleibst du mal bitte rein. Ich hätte eventuell noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Wenn nicht, Day, du bist da und Don Camillo, bist du auch noch da? Was habe ich denn da für den... So, wer ist denn von euch da? Schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Ich würde mich gern noch ein bisschen unterhalten mit euch. Leon, bist du da? Oder Prippe oder sonst irgendwer? Wäre ganz cool. Am Start. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir mal, Don Camillo. Haben wir? Bin auf der Couch, sorry. Okay, ist kein Thema. Dann schauen wir mal, ob wir Don Camillo schon haben. Gucken wir mal schnell. Ist kein Thema. Schauen wir mal, ob hier mir noch jemand haben. Und dann würde ich mich gerne noch mit ein paar... Unterstrich. So, wann wird es offiziell? Ich denke mal, ein paar Minuten wird es offiziell. Die Jungs arbeiten im Hintergrund schon dran. So, da ist er. Hinzufügen. Also, und dann Camilla, wenn du noch Bock hast. Ja, können wir da rein. Dann gehen wir da rein, dann kommst du in den Interviewraum. Warte mal, schauen wir mal auf den Discord. Spielen wir live, genau. Dann kommst du mit rein. Ich bin drin und dann haben wir im Hintergrund
noch ein bisschen Gespräch, bis dann das Ergebnis kommt, dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Also ich bin bin schon drin, wenn du kommst, bin ich da. Na? So, Freunde. Also, wie gesagt, Hammer, Hammer, Hammer Event am heutigen Samstag. War erst das zweite Event. Da. Lobby 1, Lobby 2, da sind wir zu Hause. So. Ich fand es ein starkes Event. Ich fand auch die Fahrerzusammenstellungen der verschiedenen Teams sehr, sehr stark. Vielen, vielen Dank für dein Follow hier, Prissy. Danke dir. Danke dir. Schön, dass du da bist. So, also, bin da. Komm rein. Don Camillo, komm rein. Oder willst du nicht mehr? Na? Na, war schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, Top Qualifying war wirklich sehr, sehr knapp. Da hat es sich halt wirklich um ein Müh hier bewegt, hier, ob du jetzt in Lobby A oder B fährst. Dann fragen wir mal den Don Camillo an. Hallo. Einen schönen guten Abend hier allerseits. Jo. So, ich hoffe, ihr könnt ihn hören. So, also, der Daywalker ist leider platt auf der Couch. Soll ihm auch gegönnt sein, na, wer so früh aufsteht, darf auch gerne sich das Päuschen geben. So, dann frage ich doch mal den lieben Don Camillo, mein Freund, wie fandest du das Event am heutigen Samstag? So, für mich war das wirklich hammergeil. Also es war wirklich grandios. Also ich habe in Mainz jetzt wirklich so das alles Highlife in Tüten gehabt. So viele Duelle, so viele Fights. Jetzt natürlich auch im fünften Stint ging es dann doch richtig zur Sache mit Tick und die anderen Fahrer. Also da war wirklich, also meine Stimme ist immer noch ein bisschen weht. Ich weiß nicht, ob man das so hört, aber ich musste duschen gehen. Ich habe wirklich geschwitzt. Und das ist dann natürlich so eine Sache, was selten bei mir ist, wenn ich so extrem schwitze und dann natürlich duschen gehen muss. Und stellenweise im Stream konnte man natürlich meine Halsschlagader sehen, die da wirklich pulsiert hat, so richtig. Also war wirklich richtig geil gewesen. Auch natürlich die Streams, die ihr gemacht habt, sind eins, sind drei. Und zumindest Daywalker und du, also ihr habt wirklich geile Dinger geliefert. Also Hut ab, Chapeau, freut mich sehr. Danke dir, gib mir ganz zurück. Wie gesagt, wir sind ja unterschiedlichste, jeder macht es ja auf seine Art und Weise, aber ich denke mal, das Gesamtpaket, was wir abgeliefert haben, ist auf jeden Fall eine gute Mischung, finde ich. Also, na, so wie wir es abgeliefert haben und die Leute waren ja auch alle da und immer wieder vom einen zum anderen geradet und das, wie gesagt, und das halt, das, bei uns ist ja die Stimme, was jetzt im Endeffekt ja kaputt ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir den Boss sehe, der fährt ohne Traktionskontrolle 4 Stunden und das noch mit dem Controller, finde ich sowas von geil. Er muss danach wirklich doch die Finger in Eis tunken oder in die Gefriertruhe stecken und dann hinter den Palmolive stecken, dass der sich am nächsten Tag wieder einigermaßen die Zähne putzen kann. Also, das ist schon echt, echt hart und finde ich echt cool. Und die Leute waren wirklich sehr, sehr weit zusammen. Na, von den Zeiten her wirklich sehr, sehr geil. Definitiv. Also es gab doch wirklich auch schon so geile Manöver, wo man wirklich dachte, oh, jetzt fliegen sie gleich ab, die Ja, Tuschierung an der ja. Bande. Und also wirklich hammergeil. Auch oben auf dem Berg in der Schikane. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt, ne? Aber also das war so geil. Bei mir stellenweise, man konnte es im Stream sehen, ich hatte schwarze Striche gehabt, weil die stellenweise immer dieselbe Linie gefahren sind, sowohl andere Fahrer. Also stellenweise konnte man denken, das ist ein Bug. Nein, das war kein Bug, das war einfach die Linie von allen Fahrern da. Ja, Also klar. boah, herrlich. Ja, richtig. Ich frage jetzt nochmal im Discord nach, ob es wirklich das Rennergebnis ist. Wenn es das ist, präsentiere ich euch gleich die Endtabelle. Und der liebe No Nickname hat es quasi reingesendet. Ich warte noch auf Antwort. Und dann bin ich mal gespannt. Also, sehr, sehr stark. Also ehrlich, das war schon. Na, die Jungs haben wirklich alles gegeben. Ne? Und du musst halt auch dazu sehen, dass du halt eigentlich fast einen Magenpokal gehabt hast. Na, es waren teilweise bei mir zum Schluss noch 5 Markenhersteller auf
den ersten fünf Plätzen, ne? Und das ist definitiv. Halt auch, also, das ist geil. Also wir hatten ja natürlich den BMW gehabt, wir hatten ja den AMG gehabt, den GTR, den RCF. Also war schon. So, also, Endergebnis soll es sein. Jo, gut. Freunde, ich bereite euch mal das schnell vor. Im Hintergrund. Und dann präsentieren wir euch das Ergebnis. Und in der Zeit, wo ich das vorbereite, darf der Kollege Don Camillo schon mal den Trommelwirbel starten. Trommelwirbel, weil ich versuche es mal, warte, ich tue mal das Mikro da ein bisschen tiefer machen. Mal gucken, ob man das hört hier. Ich höre nichts. Ach, schade. Dann habe ich natürlich hier das Mikro doch wieder leiser eingestellt. Aber machen wir. So, und da ist das Ergebnis, liebe Zuschauer. Und wir gratulieren den Skyforce-Jungs zu Platz 1. Platz 2 ist UMF, Platz 3 und damit das Stockerl perfekt und der Shampoo darf fließen, liebe Zuschauer, ist Nolla Racing. Ist Nolla Racing. Auf Platz 4 sind die Gold Ochsne. Platz 5 ist Lowlands Racing Team. Platz 6 sind Vikings Racing. Platz 7 sind White Planet eSport. Auf Platz 8 Candy Cave. 9. Platz war Hermann Motorsport. Auf Platz 10 das Team Jamaica, die PM. Auf der 11 die Deadpools Racing. Auf Platz 12 das Racing Team Aachen. Auf der 13 VML und letzter. Und ich finde, egal ob der erste oder letzte wirst, das Gesamtpaket macht es natürlich aus, ist das Team Joker. Und ich finde wahnsinns geile Performance von allen. Herzlichen Glückwunsch, Freunde. Sehr, sehr geil. Und demzufolge ist der Fischi natürlich jetzt auch jetzt hier im Interviewraum drin. Ah, Fischi. Ja, servus. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, ich habe deine Frau schon gefragt, ob sie dich geangelt hat. Ja, ich hoffe. Sie meinte, naja, nicht so ganz. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Fischi, wie war's für euch? Wie war's für dich? Oder hast du mit deinen Teamkollegen mal Kontakt gehabt? Quasi? Ja, ein bisschen während der anderen Stints war ich in der Party drin. Ja, und jetzt hatten wir nur kurz gesprochen nach dem Rennen. Also ja, war eigentlich vom WC zufrieden. Ich habe es leider jetzt der letzte Stint verkackt. Aber naja. Kann passieren. Jo, wie war für dich das Event? Wie waren für dich deine Stints? Erzähl doch mal, plaudere doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, dass die Leute hier mal ein bisschen einen Einblick quasi in das Rennfahrerleben quasi am heutigen Abend oder Nachmittag. Ja, also das Event, das war richtig geil. Ein riesen Dankeschön für die Organisatoren. Das sind ja sehr viele, Rennleitungen etc. Die haben das richtig geil gerockt. Und gab eigentlich keine größeren Probleme, soweit ich jetzt weiß, den ganzen Tag war alles super. Ja, und wir waren eigentlich auch sehr zufrieden mit unseren Stints. Wie gesagt, jetzt der letzte Stint von mir halt, ja, der war nicht so toll. Mhm. Aber ja, gibt Schlimmeres. Wir sind trotzdem zufrieden, auf P3 zu sein. Das auf jeden Fall. Und wir freuen uns, wenn wir beim nächsten Event wieder mitfahren können, ne? Das, wie gesagt, wir haben es eingeblendet gehabt, 16-Stunden-Event auf Dragon Drag Küste, 29.08. ist die Qualifikation und 4.09. quasi das Rennen. Hier schreibt ja, noch nice. Schreibt noch Animalus rein, Nabend, wer ist noch bratelnass geschwitzt? Ich glaube, es sind viele. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke mal viele. Wie gesagt, bei 2 Stunden, da bist du einfach erstmal platt. Das ist so. Auf jeden Fall. Ich habe schon viel miterlebt, was im Racing, aber 2 Stunden ist schon echt ja, verrückt. Ja, das ist im Endeffekt, du hast ja mit die einfachste Strecke der Welt natürlich mit am heutigen Nachmittag. Nein, also es ist schon nicht einfach, definitiv. Du hast ja im Endeffekt die SS hast du oben, dann hast du ja, wenn du quasi lange gerade fährst, die Kurve raufwärts, dann Richtung Berg rauf, ne? Das ist ja alles nicht so, da hast du mal schnell den Verbremser drin. Das ist so. Und da hatte ich mehrere Mal. Von daher, aber wenn es nochmal glimpflich ausgeht, dann ist es doch vollkommen okay. Ja, ja, klar.
Und jetzt gegen Schluss, da war ja wieder alles perfekt für mich. Die letzten zwei kleinen Stints, wo ich gefahren bin. Ja, halt, wäre das am Anfang nicht passiert, da in der ersten Runde mit ein paar anderen Fahrern, wo ich gleich Schaden geholt habe, aber der konnte nichts dafür. Ja, ist halt schief gelaufen und habe Du, das Beste draus gemacht. das kann sich so viel ändern in 12 Stunden. Wie gesagt, Es ist so. ich hab vom Don Camillo übernommen. Da war Skyforce auf Platz 10. Und jetzt sind sie Erster. Also, Ja, es kann sich so eben. viel ändern. Du hast nur einen Modusschaden, du hast zwei Modusschaden in einem Rennen drin. Und die schmeißt mal so weit zurück in dem Rennen. Und ob die anderen das dann wieder kompensieren können, kommt natürlich wieder auf die Fahrerkonstellation an, was die anderen natürlich auch stellen. Ja? Hast du Das Leute ist drin, so. die auf einem Niveau sind, hast du natürlich immer schwerer vorbeizukommen. Das Ja, ist so, auf jeden ja, Fall. ja. Ja. Don Aber Camillo, ja. wie gesagt, es wurde fair gekämpft und Definitiv. ja, es war ein richtig geiles Event. Ja. Don Camillo, hast du noch irgendjemand von den anderen Jungs eventuell erreicht? Irgendwie, ob da noch jemand kommen mag zum Interview? Nee, leider ist keiner weiter mehr beigetreten. Okay. Somit haben wir jetzt hier nur das Team Nolla Racing jetzt hier mit Machen. Fischi jetzt hier auf Platz Nummer 3 hier Ja, im finde ich. Interview. Jo, alles gut. Von dem her, finde ich, hat Riesenspaß gemacht. Don Camillo und wie gesagt an Kollegen Daywalker. Vielen, vielen Dank für eure Zusammenarbeit. Hat auch bei der Besprechung Riesenspaß gemacht. Auch mit den anderen Jungs hier, mit dem Prippe, mit dem Leon, mit Rob, mit dem CT-Meister. Wie gesagt, hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Na, auch mit No Nickname und wie es alle von der Orga heißen. Entschuldigung, wenn ich den einen oder anderen vergessen habe. Vielen, vielen Dank für dieses Event. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Und wenn ihr jetzt noch vielleicht noch ein bisschen Bock habt auf Sim Racing, dann schaut einfach mal beim CD-Meister vorbei. Den werde ich aber auch euch gleich rüber raten. Ich schaue mal, ob er schon online ist. Yo, CD-Meister ist online. Da gehen wir halt noch rüber zum CD-Meister, Freunde. Der hat ja heute noch nicht genug davon. Ja, und dann lassen wir hier den Abend wunderschön ausgehen. Haben natürlich noch ein schönes Wochenende hier, Ist die um siebte ein bisschen uns zu erholen, bis dann quasi das nächste Event kommt. Vielen, vielen Dank dafür, liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen habt. Danke nochmal an die Orga, danke an euch und einen wunderschönen guten Abend. So, dann haben wir mal den Raid rein. Dann schauen wir mal, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert? Mag er nicht. Dann nochmal. Jo, jetzt funktioniert. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim CT-Meister noch. Einen wunderschönen Abend. Tschaußen, wir sind draußen und Servus! Servus. Servus. So, Jungs, ich wünsche noch wunderschönen Abend und Ja, das wünsche ich euch auch. Vielen Dank nochmal, ne? bitte. Ihr habt das auch Gleichfalls. toll gemacht, ihr Streamer, ne? Jo, danke. Ciao. Gut. Dankeschön. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.